Auch heute steigen wir wieder hinab in die Grenzbereiche der Kulinaristik. Aber ihr wisst, jede Speise braucht Mutige, die sich ihrer vorurteilsfrei und wissenschaftlich kritisch widmen. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wir mit Dera 2 heute diesem Anspruch gerecht werden bei unserem großen Abenteuer Apfel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Löffel, Messer, Gäbel. Wieder mit einem fantastischen Gast an meiner Seite. Florentin, es freut mich sehr, dass ich dich mit unserer gemeinsamen Senfverkostung nicht verschreckt habe, sondern im Gegenteil, ich sage jetzt mal geradezu motiviert habe, dich mit einer weiteren Leidenschaftsspeise deiner Wahl in Stellung zu bringen. Auf jeden Fall. Er freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen, denn es ist ja ein langer Weg, den man beschreiten muss. Man muss dir, also du sitzt da auf deinem Thron in der Redaktion und man präsentiert dir Speisen und dann mit einer Handbewegung sagst du nur, nein, das ist meiner nicht würdig. Und manchmal kommt eine solche Sündenfrucht herum, wo du sagst, nein, da müssen wir näher ranschauen. Und so wird das heute passieren mit den Äpfeln, die ich dir mitgebracht habe. 12 an der Zahl, 12 Paare werden wir hier heute verkosten und analytisch auf die Waage stellen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Es ist eine besondere, glaube ich, Messerlöffel-Gäbel-Folge, weil heute das erste Mal kein Notarzt mit Defibrillator hinter der Kamera wartet, weil wir heute ja durchaus, sage ich mal, gesund und familienfreundlich unterwegs sind. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ist dein Körper das überhaupt gewohnt? Da schaue ich mal. Ich habe heute Morgen, wie jedes Mal, wenn wir die Aufzeichnung haben für euch zum Hintergrund, oftmals ist die Löffel-Messer-Gäbel-Aufzeichnung ja eher so im Mittagsbereich. Das bedeutet, ich stehe jedes Mal, wenn ich aufstehe, vor der großen Frage, ob ich neben dem Kaffee noch ein grundsätzliches Frühstück zu mir nehme, in Form von Müsli oder einer Scheibe Brot oder was, worauf ich dann auch Lust habe. Oder ob ich eben sage, mit dem Blick auf ein potenziell erweitertes Mittagessen, schiebe ich diese Mahlzeit einfach vor mir her, lasse sie ausfallen. Und ich bin genau mit dieser Einstellung heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, ich muss nichts essen. Und im letzten Moment fiel mir ein, Äpfel sind keine Hauptspeise. Ja. Äpfel sind nichts, was dich vor dem Gladiatorenkampf bestmöglich vorbereitet auf die ausdauerfordernde Schlacht. Und habe mir kurzfristig eine Scheibe Toast gegönnt, die aber gerade während ich rede auch merklich abbaut. Mhm. Das könnte sich auf meine Laune niederschlagen. Ja, man hat ja natürlich beim Apfel auch das Gärproblem. Weil du musst dir natürlich auch deinen Magen in Schichten denken. Und es ist ja so, und es ist tatsächlich so, wenn du ganz viele Früchte isst und danach was anderes, dann legt sich in deinem Magen auf diese Fruchtschicht eine andere Schicht. Und dann kann es tatsächlich vorkommen, dass diese Fruchtschicht gärt und da diese Gase nicht entweichen können, kann es tatsächlich sein, dass dadurch zu intensiver Übelkeit und Erbrechen es führt. Also man muss wirklich den Tag planen, weil so ein Fruchtinferno, das muss eingebettet werden im richtigen Maße. Oder du musst dich halt einfach im Röhrenrad nochmal so ein bisschen drehen, damit der Magen nochmal komplett durchgemischt wird. Das ist natürlich interessant. Wie hast du dich denn dann optimal darauf vorbereitet? Ich hatte ein ordentliches, saftiges Maurice Ravel-Frühstück. Also ich habe mich es richtig schmecken lassen. Schön richtig. Ich habe mit Ananas schon mal ein bisschen die Säure vorbereitet. Okay. Hab mir da schon mal meinen Mund schon ein bisschen eingestimmt. Denn ich muss ja sagen, das ist ja auch ungefähr die Zeit, wo normalerweise Moin Moin stattgefunden hat. Und ich bin immer hier gekommen und habe dann zwei Äpfel gekauft beim Supermarkt, habe die hier aufgeschnitten und in der Sendung verzehrt. Also für mich ist das tatsächlich recht normal, den Tag mit zwei Äpfeln zu beginnen. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Und jetzt kommen wir natürlich zu ein paar Grundsatzfragen. Bist du ein Beißer oder ein Schneider? Ich bin eigentlich ein Beißer. Ich bin ein Beißer aus dem einfachen Grund, dass ich, genau wie du, in jungen Kindheitstagen natürlich von Zahnpasta-Werbung maßgeblich beeinflusst wurde. Und das Zeichen von Männlichkeit war ein starker Biss, ein Knack. Absolut, der vor allem auch ohne Blut zu hinterlassen dir gleichzeitig nicht nur ein Genusserlebnis gibt, sondern auch Auskunft über deinen Gesundheitszustand. Und das war natürlich eine tolle Geschichte, deswegen bin ich auch heute noch so. Manchmal habe ich mittlerweile das Gefühl, bei so ganz wieder borstigen Gesellen, dass ich schon denke, die Schneidezähne überlegen sich noch, ob sie vielleicht ausziehen wollen. Weißt du? Also eine gewisse Angst spielt mit, aber ich bin natürlich mittlerweile auch Familienvater. Mhm. Und gerade meine Frau hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur unseren gemeinsamen Nachwuchs, sondern auch mich so ein bisschen kulinarisch zu fördern und aufzupäppeln. Das heißt, des Öfteren sind mal enthauste, wenn man das so nennt, Apfelschnitzel oder wie man so nennt. Diesem Stempel, mit diesem Ringstempel, wo man so das Haus ausstechen kann? Das ist natürlich, das klingt so ein bisschen nach Höhle der Löwen.
Ja. Oder ist das zur Höhle der Löwen in den 50ern schon gewesen? Du, es gibt tatsächlich eine ganze Bandbreite an Apfelperipherie, die man sich bestellen kann. Ich kenne auch diesen Spieß, wo dann unten so ein Schäler ist und man dreht den dann so und der schält den. Das ist natürlich eine absolute Todsünde. Ja. Die Schale darf natürlich nicht entfernt werden. Sie gehört zum Apfelerlebnis dazu, wird heute auch beibehalten werden. Bei mir war es lange so, ich war lange ein Beißer, ich war auch einfach ein To-Go-Mensch. Ich war einfach immer auf Achse, immer unterwegs. Und natürlich, dieses Innenapfelbeißen ist auch einfach ein cooler Move, den wir kennen aus vielen Filmen. Der Bösewicht, der König, der beißt in seinen Apfel rein, einfach so, das ist einfach als Symbolik nicht zu übertreffen. Ich habe aber in den letzten Jahren gelernt, den Apfel wertzuschätzen. Und da gehört für mich das Aufschneiden dazu. Das musst du mir erklären. Das könnte man ja denken, Gott hat nicht gewollt, dass der Apfel aufgeschnitten werde, sonst hätte er quasi an den Paradiesbaum auch gleich ein Messer gehängt. Das ist völlig richtig, aber wir haben eins vom Sündenfall gelernt. Wir können auch ohne Gott glücklich sein. Das ist eine sehr gute These. Okay, ja. Aber wie kommt jetzt quasi die Würdigung des Apfels über seinen natürlichen Genuss hinaus bei einem Werkzeug? Es ist natürlich die Arbeit, also erstmal die Arbeit, die reinfließt, dass das sorgsame Ausschälen des Apfelhauses, was den Apfel von einem Naturprodukt zu einem Kulturgut macht. Und natürlich auch die Würdigung. Man hat diese 8 Teile, die man sich einteilt. Jeder hat wiederum Bergson Index 3, also hat man 3 mal 8 Bissen. Da plant man voraus, esse ich das, wie schmeckt das? Dann hat man teilweise braune Stellen drin, die rausgehen. Ja. Also all das, bereite dich mental schon mal darauf vor, auf diesen Apfelgenuss. Und man kann es natürlich auch, finde ich, gut nebenbei verzehren. Du hast einfach diese handzahmen Stücke, ohne bei dem, Bissapfel immer auf Gehäuse. Wo ist der Kern? Ja. Wo fängt das Gehäuse an? Wo nicht so? Du hast es vorbereitet, es liegt schön da. Und dann kannst du es einfach walten lassen. Als Geschmackspalette kannst du da einfach reingehen. Okay, also es wird quasi zu einer kulturellen Speise und weg vom reinen Nahrungsmittel, was einem Zweck dient. Das verstehe ich. Man muss ja sagen, der Apfel hat ja den Menschen zum Menschen gemacht. Der Sündenfall von als göttliches Wesen, als reines, perfektes Wesen wurde durch den Apfel, den Sündenfall, erreicht. Das heißt, der Mensch ist Mensch nur durch den Apfel. Dadurch, dass er im Apfel seine Sünde gefunden hat. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dieses Objekt zu ehren. Auch wenn ich gerade noch mal auf den Wikipedia-Artikel von Sündenfall geschaut habe, Apfel kommt da nicht vor. Ich glaube, das ist und wieder den von dir so sehr verhassten Renaissance-Künstlern geschuldet. Mit Verachtung strafe ich euch noch heute im Grabe, sollt ihr meine Worte mahnend vernehmen. Also das, was ursprünglich, glaube ich, einfach als Frucht in der Bibel steht, als Apfel dargestellt wurde. Also vielleicht ist das alles Humbug, was ich hier erzähle. Ist aber auf jeden Fall nachvollziehbar und ich möchte das einfach jetzt auch einfach mal als Fakt feststellen an dieser Stelle. Ja. Es wird sicherlich nicht gechallenged von euch, sondern gutiert mit Daumen hoch. An dieser Stelle trotzdem noch ein potenzielles Gefahrengebiet, was ich gerade ausgemacht habe. Wenn du jetzt in eine Achtelung gehst oder eine verhältnismäßige Kleinteiligkeit der Stücke, um sie schön darzulegen und auch eben nicht auf einmal richtig schnell wegratzefatze wegzuspeisen gehst, dann besteht ja gerade bei Äpfeln die Gefahr, dass sie sobald sie quasi etwas länger ihre natürliche Außenschicht verlieren und Licht, Luft, was auch immer, ich bin da kein wissenschaftlicher Experte, aber eben den Naturgewalten ausgesetzt sind, dass sie mit unansehnlichen und potenziell auch geschmacksverändernden braunen Stellen sehr schnell um die Ecke kommen. Auf jeden Fall. Wie gehst du damit um? Deswegen ist das auch so ein bisschen der Speedrun unter den Früchten, dass du wirklich da ein Zeitlimit hast von vornherein. Aber das, finde ich, setzt für mich Grenzen, die das Ganze auch interessant machen. Also dann wirklich zu wissen, das muss jetzt gehen, das muss weg. Und interessant, der Apfel an sich verdirbt er recht schnell. Aber ich habe auch mal gehört, dass der Apfel eine Art Aura hat, der wiederum andere Früchte, die daneben liegen, länger haltbar macht. Ach. Also er opfert sozusagen seine eigene Integrität auf, um den anderen Kraft zu spenden, was für mich das auch so eine Supporterfrucht macht. Also er ist so ein bisschen der Heiler, der Supporter, der Buffer unter den Früchten, der die anderen stärkt, selber aber auch schnell zu Boden geht, wenn er dann mal angeschlagen ist. Das klingt interessant, habe ich auch schon mal vernommen. Ich wusste nicht, dass der Apfel selbiger Kandidat ist. Das könnte jetzt für mich auch, wenn wir das nachgoogeln, vielleicht irgendjemand, also eher die Banane sein, weil ich weiß, es gibt da quasi so Kuckuckseier unter den Früchten, die man möglichst nicht reinlegen sollte, weil sie quasi eher Energie aussaugen, ne? Und dem schnellen Verderb sozusagen förderlich sind. Man muss natürlich auch dazu sagen, was wir hier vor uns präsentiert haben, ist nicht mal ein Blick durch das Schlüsselloch der Welt des Apfels. Das ist wirklich ein winziges Sandkorn in der Wüste. Natürlich werden wir eure Lieblingsfrucht vielleicht heute nicht auf dem Teller haben. Da werdet ihr sagen, warum nicht der, warum nicht der, warum nicht der. Wir haben aber wirklich recherchiert und es gibt wirklich hunderte verschiedene Apfelsorten. Das ist korrekt. Aber man muss irgendwo anfangen. Jede Reise beginnt mit einem Schritt.
Und wir haben hier Rücksicht genommen auf die Sorten, die am häufigsten oder am verbreitetsten im Supermarkt zu finden sind, die ihr am ehesten auch nachkaufen könnt. Denn wir laden auch zur Imitation ein. Holt euch die Äpfel, wir haben die Liste hier. Holt euch die Äpfel und esst mit uns mit, weil der Apfel ist natürlich auch ein Gusto-Stückerl, das sich jeder leisten kann. Absolut. Allerdings seid natürlich gewarnt, wenn ihr natürlich 12 dieser Gusto-Stückerl zum Live-Gucken und Reacten und Mitessen habt, solltet ihr Freunde einladen. Denn eben der Braunfaktor der Äpfel könnte dann auch viele in die Mülltonne befördern. Und das wollen wir nicht, denn für eins stehen wir hier sicherlich nicht. Und das ist Lebensmittelverschwendung. Gucken wir mal kurz auf das Teilnehmerfeld. Ich bin ja relativ unbeschlagen. Ich habe dann irgendwann im Laufe meiner eigenen Apfelkarriere festgestellt, was mir eher schmeckt, was mir weniger schmeckt, was mich vielleicht als Kind so begeistert hat, weil man diese Bilder hat von der bösen Hexe, die diesen köstlichen roten Apfel Schneewittchen anbietet. Und man denkt, das ist ein Apfel, wie er im Buche steht. Dann probiert man ihn und denkt, oh, gib mir doch wieder die sauren Bengel lieber, die dürfen auch grün sein. Ich bin nämlich eigentlich eher ein Rotmensch bei Säften, bei Früchten, bei Gummibärchen. Bei Äpfeln mache ich da eine Ausnahme. Deswegen ist hier ein Kandidat, den ich immer relativ hoch gutiert habe, auch nach dem Motto, je saurer, desto besser. Das ist der gute alte Granny Smith. Vielleicht ein Einsteigerapfel, auf jeden Fall ein Standard, hat mir immer ganz gut geschmeckt, weil er von verschiedenen Faktoren, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ein sehr guter Kandidat bei mir immer war und quasi eine sichere Wahl, wenn man sich nicht gerade experimentierfreudig fühlt. Da muss man natürlich auch sagen, jeder Mensch macht eine ganz persönliche Apfelreise durch im Laufe seines Lebens. Also was die Faktoren Säure, Süße, Mehligkeit angeht, das ist ein dreidimensionaler Weg. Wir wissen natürlich nicht, an welchem Punkt der Reise ihr gerade seid. Ich erinnere mich, mein Apfelgeschmack von vor 5 Jahren ist nicht mehr mit dem heutigen zu vergleichen. Und ich finde, da ist auch Stillstand Rückschritt. Wer noch heute denselben Apfelgeschmack wie vor 5 Jahren hat, der macht was falsch. Äpfel wollen entdeckt werden und Äpfel können auch eine Reise sein, die man auch mutig gehen muss. Und auch mal sagen muss, ich wag mich in die Säure, ich wag mich in die Süße. Und da gibt es natürlich verschiedene Abzweigungen, die man nehmen kann. Was ist denn dann dein Favorit? Weil du bist der Experte, du hast mich gerade im Nebensatz professionell gekonnt gedisst, aber auch motiviert mit dir diese Reise hier und mich quasi aus dem Vorschulalter Richtung Abitur zu bewegen, was die Apfelverkostung angeht. Was ist denn so nach der Reise, die du gerade beschrieben hast, was ist denn aktuell so dein Highlight? Wo würdest zu sagen, den kannst du nehmen, der entspricht meinem aktuellen Apfelgeschmack. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Apfelsorten, also ich werde hier so ein bisschen als Apfelexperte dargestellt, das möchte ich ersetzen durch Apfelenthusiast. Was natürlich nicht immer mit einer Expertise einhergeht. Ja, also das muss man schon mal sagen. Ich greife gerne zum Apfel, bin da aber auch gar nicht, also bei mir ist es so ein bisschen wie Musik. Ich höre die liebsten Musikstücke, könnte ich dir wahrscheinlich den Namen nicht nennen, was ich gerne höre, aber trotzdem höre ich sie gerne, auch wenn ich sie nicht benennen kann. So ist es beim Apfel auch ein bisschen. Ich greife da gerne rein, ohne genau zu wissen, welche Sorte. Aber in den letzten Jahren, natürlich, wir sehen ihn hier als absolutes Prachtexemplar. Der Braeburn ist auf jeden Fall immer wieder mit dabei, findet immer wieder seinen Weg in meinen Einkaufskorb. Aber ich habe auch hier letztens im Supermarkt entdeckt Jazz. Was? Was spielen die denn da? In welchem Supermarkt gehst du denn einkaufen? Spaß, sorry. Sollte ich nicht erklären. Jazz tatsächlich schlägt mit 3,22 Euro pro Kilo zu Buche. Das ist nicht günstig, aber finde ich auch immer gut dabei. Und jetzt muss man natürlich auch noch mal den nächsten Disclaimer sagen. Natürlich ist die Welt des Apfels viel, viel mehr als einfach den Apfelwurm zu machen und reinzubeißen. Wir müssen gar nicht anfangen mit Apfelsaft, Apfelkuchen, Bratapfel, all die Sachen, die zur Weihnachtszeit auch immer unsere Gaumen erfreuen. Darf man natürlich nicht sagen, klar, da muss jeder Apfel auch so eingesetzt werden, wie er es braucht. Also zum Thema Apfelkuchen muss man nochmal anders denken, zum Thema Apfelbrei, Apfelkompott, all das muss man natürlich anders denken. Wir werden heute auch hier nur eine kleine Scheibe vom Apfelkosmos abschneiden, nämlich den Direktgenuss. Absolut. Das direkte Reinbeißen. Ja, aber das ist wichtig, dass du sagst, ein Apfel ist kein Zehnkämpfer, ein Apfel ist ein spezialisierter Athlet. Ja. Das können wir, glaube ich, hier festhalten. Aber wir wollen eben genau hier die Reise starten und einfach sagen, was passiert, wenn man reinbeißt, wenn man ihn vielleicht auch in Schnitzeform, nennt man es Schnitze? Ja. Das ist so, ne? Ja, Schnitze, Scheitel, Achtel. Gut. Kann man sagen, wie man möchte. Natürlich auch der Apfel kulturell. Das ist eine gute Show. Schnitze, Scheite, Achtel. Weißt du so, herzlich willkommen, Mike. Auch heute wieder. Was können wir teilen? Der Apfel natürlich auch lokal wahnsinnig wichtig. Ja. In jeder Kultur, in jedem Bundesland anders vertreten. Ist es der Apfelwein? Ist es der Apfelstrudel? Ist es der Apfelkuchen? Aber überall ist er präsent. Deswegen bin ich gespannt, wie wir uns heute hier geografisch durch diese Landen wagen. Denn ihr habt es schon gesehen, überall hier steht auch ein Land darunter, wo dieser Apfel ursprünglich herkommt. Ja, die können natürlich alle auch in Deutschland angebaut werden. Aber das ist das Ursprungsland. Also da sind wir natürlich auch gewillt, hier das kulturelle Erbe zu würdigen. Und ich würde sagen, wir fangen mal
Also ich gib mir noch mal, einen Moment, ja, ich möchte einmal ein natürlich noch zur Tafel schreiben. Richtig. Denn ihr fragt euch natürlich, nach welchen Kriterien wird denn hier heute wissenschaftlich gearbeitet. Das möchte ich euch an dieser Stelle sehr gerne einmal kurz erklären. Wie gesagt, die Herkunft, Florentin, du hast es schon gesagt, das ist sozusagen das Ursprungsland, das Kreuzungsland, denn die Apfelkreuzung, das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Bereich, absolut, über den man quasi selber noch mal eine Netflix-Doku machen könnte. Das sind nur die Herkunftsländer, das heißt nicht, dass wir sie importiert haben, um an dieser Stelle hier sozusagen noch einen ökologischen Gedanken von einmal Reise um die ganze Welt, damit der Japan-Apfel dann bei uns im Supermarkt liegen kann. Gott behüte, nein, alles kann bei uns angebaut werden. Der Preis ist natürlich auch sehr relativ zu sehen, denn wir wissen alle, je nach Supermarkt, je nach Jahreszeit, je nach Angebot, sind die Preise sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich hier, du hast es schon gesagt, mit dem Jazz einen Ausreißer nach oben. Ansonsten ist der Faktor pro Kilogramm relativ zu sehen, würde ich jetzt zumindest sagen, es sei denn, du hast die Erfahrungswerte, dass es schon so etwas gibt wie den Rolls-Royce in jedem Supermarkt. Mhm. Und den, ist das so? Naja, also da muss ich ganz ehrlich mal sagen, da freue ich mich auch auf die Kommentare zum Thema Supermarktkasse. Weil wenn man sich die Äpfel jetzt mal hier anschaut und kein absoluter Experte ist, wenn man jetzt wirklich der 0815-Kassierer bei Edeka ist, kann man denn wirklich unterscheiden, welche Sorte hier liegt? Weil es fällt natürlich auch auf, dass die meisten den gleichen Preis haben. Das heißt, wahrscheinlich tippt man an der Kasse eher einfach einen Apfel und weiß dann gar nicht, welcher Apfel gekauft wurde. Deswegen müssen die auch alle das gleiche kosten. So ist es auch. So. Denn ich kenne mich, es gibt ja noch leider die Unsitte, möchte ich an dieser Stelle sagen, auch im Jahre 2021, dass durchaus große Supermärkte immer noch dich verpflichten, selbst zu wiegen. Das kann man machen, aber es führt natürlich immer wieder zu den Situationen, die wir alle hassen, im Kassenbereich, dass es Leute gibt, die es vergessen oder die zum ersten Mal einkaufen, die dann, während sie sozusagen abkassiert werden oder die Produkte rauschen, von der Kassiererin, vom Kassierer darauf hingewiesen werden, oh, da müssten sie aber noch mal abwiegen. Das Schlimmste ist dann, wenn man natürlich unter den Schmähblicken aller hinter dir Wartenden durch den ganzen Laden noch mal zur Waage gehen muss. Manche Läden haben natürlich auch eine Waage im Kassenbereich, dass man da mal eben hingehen kann. Verstehe ich nicht, warum das heute noch nötig ist. Aber worauf ich hinaus will, dabei ist mir aufgefallen, beim Selbstabwiegen, dass es tatsächlich so ist, dass es diesen, es gibt einfach nur den Bereich Apfel. Die Taste Apfel, die dir dann einfach den Kleber gibt, oder meinetwegen Bio-Äpfel, dann als eine Abstufung innerhalb der, wie soll man sagen, der Züchtungsweise und damit auch eine preisliche Abstufung. Das ist aber, so habe ich es tatsächlich gelernt, weil sonst glaube ich da wirklich, wenn du dann noch Sherlock Holmes sein musst, damit du nicht betrogen wirst, so nach dem Motto, du mauschelst billige Braeburn rein in die Tüte oder umgekehrt teure Jazz, aber du sagst, das sind Braeburn. Könnte unangenehm werden. Ich frage mich vor allem auch, wenn du jetzt wirklich, sag mal, so ein gerade Anfänger-Apfelbauer bist und du hast jetzt gerade deinen Startup-Apfel auf den Markt gebracht. Woher weißt du denn, wie viele von deinen Äpfeln verkauft werden? Weil wird das denn da buchgeführt? Ich denke mir normalerweise so, an der Kasse siehst du, okay, Piep Twix, Piep Mars. Hm. Und der Hersteller weiß, aha, wir verkaufen so und so viel Mars-Riegel, so und so viel Twix-Riegel. Da können wir dann unsere Firmenausrichtung darauf ausrichten. Aber als Apfel weiß ich denn, als Pink Lady-Hersteller, wenn die alle nur unter Apfel kursieren. Das stimmt. Werden die nach Ladenschluss dann die Kisten noch mal gewogen, wer von wem wie viel verkauft hat? Also da gerne bitte auch, falls ihr da im Vertrieb für Edeka oder sowas arbeitet. Mich würde das echt interessieren, weil oft sage ich, oh, den Apfel finde ich gut, den will ich unterstützen, da kaufe ich ein paar mehr. Bringt das denn überhaupt was? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass man da sagt, ey Leute, wir brauchen mehr Jazz. Oder ob das wirklich exklusiv der Dreisat-Musikredaktion vorbehalten ist, solche Diskussionen zu führen, wissen wir nicht. Aber noch mal kurz auf die Skala. Also, wir haben folgende Kriterien für uns gefunden. Zum Beispiel die Säureskala. Wie sauer darf, soll, muss ein Apfel sein? Das ist ein persönlicher Geschmack. Wir haben uns hier auf eine Skala von 1 bis 5, also 1 für sehr, sehr milde. Du hast keinen wunden Popo danach. Bis zu 5, Vorsicht, vielleicht sollte man damit irgendwie mit einer Packung Zucker nachbessern. Aber mit Magenschichten kenne ich mich nicht so gut aus, nur so für den Gedanken. Der Mehlfaktor, ganz, ganz wichtig. Denn wir wissen alle, mehlig kann vielleicht für gewisse Darreichungsformen wichtig sein, aber wenn du den puren Apfelgenuss haben möchtest, möchte man vielleicht eben nicht in so einen Beutel Typ 405 Mehl einfach reinbeißen, sondern eher so ein knackiges, fluffiges Kauerlebnis noch haben. Ich zumindest. Hier gibt's also dann einfach nur niedrig, hoch Mehl und den Knackfaktor. Auch ganz, ganz, ganz wichtig. Niedrig, hoch, dritte Zähne würde ich ihn jetzt einfach mal so nennen, wie wir das da auch machen. Genau. Oh. Herrlich. Wie sehr cruncht es, wie sehr knackt es, wie widerständig ist sozusagen das Apfelfleisch, bevor es sich vom Apfel im Mundraum löst. Mhm. Kann man ja auch sagen, ich möchte es mal so haben. Oder auch je nachdem, wen man zu Gast hat, vielleicht eben die Schwiegereltern mit den Zahnproblemen oder eben den Nachwuchs, der noch ein bisschen gefördert werden soll im Zahnaufbau. Das sind die Sachen. Ein paar Fragen. Ja, bitte. Ist Säure dann direkt auch das Gegenstück zu Süße? Du möchtest also darauf hinaus, ob wir möglicherweise den Konterpart, den Süßefaktor, auch noch
Ja, oder ob das alles drinsteckt. Also wenn man sagt, okay, der Apfel ist sehr süß, also kriegt er einen niedrigen Säurewert und der Zuschauer weiß, was damit gemeint ist. Ah, süß ist gleich nicht sauer. Vielleicht sollten wir das einfach noch erwähnen. Als wir können was sagen. Ja, genau, dass man sagt, sagen. Der ist super sauer, gleich fürs Protokoll, er ist aber überhaupt nicht süß. Genau. Ich war mir nicht bewusst, ob das möglicherweise einen riesen Unterschied macht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, merke ich, ich weiß jetzt, warum Stiftung Warentest mich als Kriteriengeber abgelehnt hat. Das war nicht wirklich komplett durchdacht. Ja, das ist ja, glaube ich, aber ist richtig. Gerade ist so für Anfänger Frage. Und vor allem auch für Kinder interessant, so süß wie es geht. Süßer, ja. Desto besser. Und ich habe ja auch schon mal mit einem Obstzüchter gesprochen für die Birnensorte Sweet Sensation, die relativ neu ist, wo auch schon im Namen direkt drin steht, man versucht da die Grenzen der Süße auszureizen. Und das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Arbeit. Also vielleicht können wir da nochmal auch als Follow-up in so ein Apfellabor einsteigen. Das wie werden die wirklich gekreuzt? Wie werden die hergestellt? Also wirklich nach alten Mendelschen Prinzipien. Du hast einen, der super süß ist, aber dann hast du den anderen, der groß ist. Und dann hast du den Süßen und den Großen, machst du zu einem großen Süßen oder sowas. Also ich finde das einen total spannenden Weg und ich freue mich. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein. Wollen wir einfach unsere Liste, so wie wir sie hier haben, von oben nach unten abarbeiten? Und die finde ich sogar sehr, sehr gut gemacht, die Liste. Vielen Dank hier an die Redaktion, denn wir fangen mit einem absoluten Klassiker an, den jeder wahrscheinlich schon oft auf dem Teller gesehen hat. Es ist nämlich der Gala-Apfel, den wir hier haben, der überall zu finden ist, ursprünglich aus Neuseeland kommt und mit dem klassischen Preis 1,99 Euro pro Kilogramm zu Buche schlägt. Ich würde dir hier einfach mal einen rüberreichen. Du möchtest also den direkten Beißtest machen? Dann würde ich mich zum Schnitt wagen. Ja, ich werde den ganzen Apfel natürlich nicht wegäpfeln, wie man sagt in der Fachsprache. Aber für mich ist eben beides wichtig, weil eben serviceorientiert, wie wir sind, wollen wir euch natürlich auch die optimale Darreichungsform oder einen Tipp mitgeben, wie ihr ihn vielleicht optimal genießen könnt. Er sieht für mich aus, gerade deiner, so ein bisschen wie der klassische Weihnachtsapfel. So die auf dem Teller liegen, umringt von Schokokrossis, Erdnüssen, Süßigkeiten, Gummis und als letzte noch übrig bleiben. Wenn Papa den Tannenbaum schon auf den Müll schmeißt. Ja. So, ne? Ja. So sehen die aus. Schön, aber nicht unbedingt lecker. Also, ich mach mal einmal den Bisstest. Mmh. Mhm. Ich musste mich ordentlich durchfräsen. Hier, Zahnfleischblut, check. Mmh, schön saftig. Er ist knackig. Er ist nicht zu süß. Er hat einen Hauch von Birnigkeit. Stelle ich fest. Also er ist erstmal sehr fest. Wir sehen hier auch eine gewisse Aderstruktur, die wir hier dabei haben. Und er ist recht fest und ein bisschen fluffig, aber auch ein bisschen kantig hier an der Stelle. Ich werde auch mal reinbeißen, den Gala. Also er hat viel von Apfel, so wie wenn Außerirdische landen und du möchtest ihnen so die elementarsten Nahrungsmittel darbringen, dann würde ich diesen Apfel durchaus reichen und sagen, das ist gute Einsteigerklasse, das ist aber auch gleichzeitig repräsentativ. Es ist ein ziemlicher Normapfel, der auch ziemlich in der Mitte liegt, finde ich, mit relativ allen Ebenen. Obwohl also sauer, es ist wirklich eine gute Harmonie aus Süße und Säure, muss man ganz ehrlich sagen. Also da sind wir hier sehr in der Mitte. Man sieht ja auch nochmal die Fasrigkeit und so. Und es ist natürlich jetzt auch hier das Ding, weil ich glaube, es ist das erste Mal bei Löffel, Messer, Gäbel, dass wir hier ein Produkt haben, das natürlich auch innerhalb des Produkts variiert. Also, ne, wenn du ein Glas Kühnesenf kaufst, ist ja immer gleich. Beim Apfel kann man Pech haben, kann man Glück haben, man kann braune Stellen haben, man kann irgendwie überreif, unterreif. Also, da müssen wir natürlich auch immer in Spektren denken. Ja, da hast du vollkommen recht. Das interessiert mich ja vor allem dann auch bei der Apfelsaftproduktion oder bei der Orangensaft, gerade bei solchen naturweiterverarbeiteten Produkten, wo man hofft, dass die Chemiekeule nicht für das Endprodukt maßgeblich verantwortlich ist, sondern das Ausgangsprodukt, was ja auch saisonalen Schwankungen oder eben oder der Ernte der individuellen Frucht unterworfen ist. Ja. Aber trotzdem möchtest du ja so den O-Saft zum Beispiel haben, der eine gewisse Säure hat, die dir schmeckt, der nicht zu süß ist. Und da möchtest du natürlich sicher gehen beim Zweitkauf, klar, dass du dieses Erlebnis wieder hast. Du, wir erinnern uns alle an Boskop 2015. Das war eine Offenbarung der Ernte. Das war ein Traum. Aber ich brauch's nur am Keller. Du, das werden wir so nie wieder sehen, leider. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt ehrlich gesagt ein bisschen die Tiefe hier bei diesem Apfel. Wir haben eine relativ intensive Süße, die aber auch relativ alles, was danach kommen könnte, direkt wegballert. Ja. Also er bleibt, sagen wir mal, im Gaumen nicht lange zurück. Er kommt relativ schnell, er kommt relativ flach, er kommt relativ süß. Für mich dankenswerterweise, der es ja eher säuerlich mag. Nicht zu süß, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier eine Ernteschwankung auch ein süßeres Exemplar mit sich gibt. Und da würde ich vielleicht sagen, boah, nee. Ja. Er könnte mir ein bisschen saurer sein, aber
Die Geschmackskurve flacht sehr schnell ab. Das ist ein Einsteigerapfel. Ja. Das ist ein Einsteigerapfel, gerade du redest von Nachwuchs, Kinder oder so. Ja. Um dir mal zu sagen, pass auf, was ist ein Apfel? Zeige ich dir mal, gebe ich dir. Und aber das ist okay. Also wie gesagt, das ist für mich jetzt. Man hat nicht. Oh, aber hier auch hier, ne, sehen wir die braune Stellengefahr. Ihr könnt natürlich auch direkt einen Gebissabdruck nehmen von meinem. Hier sieht man schon so leicht sich einfärbend der Sauerstoff, der einen Raubbau betreibt am Fruchtfleisch des Apfels. Er ist auf jeden Fall sehr saftig. Also man merkt das auch hier. Man hat hier direkt die ein Saft überall, man sieht sie überall glänzen, also da haben wir ganz viel Saft auf jeden Fall mit dabei, das ist schon mal nicht schlecht. Und das ist wirklich ein Apfel, der auf die Spitze gezüchtet wurde, also sehr, sehr saftig, sehr, sehr süß. Die Frage ist, bleibt überhaupt noch was vom Apfel übrig, wenn man einfach das mit Fruchtzucker vollstopft? Ist dir denn schon mal aufgefallen, entweder per Zufall oder bewusst, ich habe ja die These, dass Äpfel der Vorfahre, der noch lebende Vorfahre der Kirsche sind. Weil der Biss auf einen Apfelkern einen intensiven Kirschgeschmack. Wirklich? Aber wir können. Das haben wir auch den also, Kirsch. Das habe ich als Kind mal so wahrgenommen, jetzt gerade mit einer Interpretation angereichert. Aber ist das nicht immer, dass Apfelkerne zu Kirschen werden und Kirschkerne zu Äpfeln werden? Ist es nicht immer andersrum? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn du einen Apfelkern einpflanzt, wird dann ein Kirschbaum draus. Ist das so? Und wenn du einen Kirschkern einpflanzt, wird ein Apfelbaum. Das kann sein. Ich habe mal Geld eingepflanzt und da wurde Rocket Beans TV raus. So, genau. Also ein wunderbar. Aber wirklich auf den. Doch, jetzt beiß drauf. Also ganz kurz, ich muss dich vorbereiten darauf. Damit du den Moment, den ich meine, auch hast. Also, du klemmst ihn zwischen die Backenzähne, ist ja normal, um ihn einfach zu zermahlen. Und dann macht sich so ein Hauch im Mundraum breit. Und wenn jeder, der mal Kirschnektar oder irgendwie so Saft getrunken hat, das ist so. Das ist so ein Hauch von, wenn du mir diesen Geschmack in den Mund geben würdest, ohne Kauerlebnis, ohne Kontext, sag ich, würde ich sagen, klar, Kirsche. Kirscharoma. Gar nicht so hart. That's what she said. Einmal, komm, einmal in der Sendung. Weißt du, was ich meine? Nee, gar nicht. Also, Freunde, das tut mir schon leid an dieser Stelle. So einen ganz leichten. Hast du schon mal Kirschsaft getrunken? Der ja durchaus anders schmeckt als Kirschen. Jetzt kommt's. Da meinst du nicht dein Ernst. Ist so, oder? So ein bisschen, stell dir so ein Glas wirklich? Kirschsaft vor. Das ist wirklich so. Ich meine, ich bin natürlich jetzt stark manipuliert von dir. Nein! Ich will dir nur den Weg weisen zum Licht. Das ist interessant, das ist eine Dreiaktstruktur. Wir haben erst gar nichts, dann Kirsche und dann Bitter. Ja, genau. Das ist nämlich das ist die traurige Nachgeburt, die du irgendwie da nicht mehr haben möchtest oder die nicht zur romantischen Facette des Genusses zählt. Hey Leute, probiert das aus, das ist unglaublich. Ne? Ah, das freut mich, dankeschön. Dann haben wir das also hier etabliert und auch als Fakt, den man mal Wikipedia einschreiben kann. Ich bin fast gewillt, jetzt mal zu sagen, alle Kirschkerne irgendwie zusammenmalen und da irgendwie dann da was draus zu machen, was Kirschiges. Vielleicht ist das das Geheimnis für einen guten Kirschkuchen, da noch ein bisschen Apfelkerne drunter zu mischen. Toll. Also, absolut. Schreiten wir zur Tat. Gala. Säureskala. Also 5 ist super hoch. 5 ist, ich verzieh's Gesicht oder halt mir was vors Gesicht, damit die Leute im Bus nicht denken, was ist denn mit dem los? Ja. Ich bin gewillt, hier eine 2 zu geben. Mhm. 3 ist zu krass, weil 3 natürlich eher mit einem Bein im Säurelager steht und der steht eher mit einem Bein im Süßheitslager, wenn er sich entscheidet, finde ich. Also ich muss sagen, dafür, dass er so süß ist, kann man fast säuretechnisch ich habe nur Angst, dass das einer der süßesten heute wird und man nicht zurückrudern kann. Das kann sein, aber dann sind wir ja, eine Skala will ja auch erstmal etabliert werden. Du hast völlig recht. Deswegen würde ich sagen, wir können da immer noch in die Nachbesserung gehen zum Ende. Mehlfaktor habe ich 0. 0, absolut niedrig. Absolut 0. Vielleicht können wir das auch einfach haben mit Pfeilen. Haben wir denn 0? Ja, wir können, oder wir machen einen Pfeil runter, Pfeil Seite, Pfeil hoch, im Sinne von hoch, niedrig, mittel, so. Und dann hier machen wir A, B, C oder was? Und Smileys machen. Ja, oder? Ja. Lass uns doch bei Zahlen bleiben einfach. Ja, oder? Aber wenn wir wollen es ja international halten. Genau, aber wir haben uns ja geeinigt, dass die Säureskala mit 1 bis 5 durchaus deutlich differenzierter ausgestaltet ist. Und der Mehlfaktor vielleicht mit 1 und 3, 1 bis 3. Das ist so verwirrend. Hier 1 bis 5 haben, hier 1 bis 3. Deswegen bin und ich da von 2 bis 9. Pass mal auf, wir machen einfach den Pfeilindikator. Gut. Zwischen hoch. Neutral, also Mitte nach links oder rechts. Der Pfeil. Du sagst niedrig. Der ist nicht hoch. Ich finde ihn sehr niedrig. Ich sag auch niedrig. Der Knackfaktor ist aber für mich sehr hoch gewesen. Aber auch hier würde ich mir vorbehalten, möglicherweise noch nachzubessern. Weil er war schon knackig, zumindest beim Biss.
in das gesamte Stück. Ich schneide mir auch noch mal so ein Schnitzer ab, ja? Hm. Also, es ist halt immer schwer, sowas zu sagen, wenn man noch keinen anderen Apfel ja. im Mund hat. Ich würde ihn trotzdem mal auf hoch setzen, weil ich mir auch hier eben vorbehalte, nachzubessern, wenn wir Kandidaten haben, die sagen, alles klar, das ist ja wie Glas. Hoch heißt? Pfeil hoch heißt, der Knackfaktor ist sehr hoch. Wir haben hier auch die Pfeile. Genau, auch den Pfeile. Es gibt nur 1 bis 3. Dann würde ich hier mal den seitlichen nehmen. Ja. Dann bin ich hier in der Mitte angesiedelt. Note insgesamt, und das ist jetzt eine Schulnote oder 1 bis 10? Ich würde sagen, wir einigen uns ja auf 1 bis 5, der Einfachheit halber. 5 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Ja, genau. Gut. Punkt. Also in dem Fall reden wir von Punkten bei den Noten. Punkte wäre alter, hätte halt die Dimension der Tafel gesprengt. Deswegen haben wir uns auf ein 4-Buchstaben-Wort geeinigt, Note. Wir haben lange darüber diskutiert im Vorfeld. Ich gebe hier tatsächlich eine. Ich bin gewillt, eine 4 zu geben. Auch. Wir sind jetzt hier halt wieder bei der Senfdiskussion. Was gutieren wir hier? Gutieren wir eine Bekömmlichkeit? Gutieren wir eine allgemeine Verträglichkeit? Oder gutieren wir den speziellen Geschmack, wo man sagt, das finde ich nirgendwo anders? Ich bin ja immer auf der Suche nach dem Spezialisten, wo man sagt, da lohnt sich auch mal die Reise in Nachbarort, um da irgendwie in Bauersgarten zu pflücken. Und deswegen muss ich sagen, ist mir Gala zu flach, zu allgemeingültig, zu poppig. Und ich gebe eine 2. Okay, ich gebe ihr einfach eine potenziell noch zu ändernde 4. Das sagst du wahrscheinlich jedes Mal. Nein, meine Prophezeiung, nein. Du wirst keine einzige Wertung ändern. Pass mal auf, ich stell mir das einfach vor, stell dir vor, du machst Urlaub in Bundesländern und sagst, ich war noch nirgendwo. Mein erster Urlaub, den ich dieses Jahr mache, den mache ich in Mecklenburg-Vorpommern. Ich sag, der Urlaub war schön, der war gut. Und vor diesem Hintergrund, ja gut, vielleicht irgendwie das Schnitzel in dem einen Lokal, das war ein bisschen zäh. Die selbstgemachten Fritten waren nicht gut. Der Badesee war überfüllt. Aber so im Ganzen sagst du einfach, der Urlaub hat für mich eine gute Wertung verdient. Ja. Und das ist deine Basis. Ja. Und dann sagst du irgendwo so, jetzt mal ab nach Sachsen-Anhalt, ob es da vielleicht viel schöner ist. Und dann behält man sich ja vor zu sagen, okay, absolut gesehen muss ich danach besser nach unten, dann nach oben. Und so gehe ich hier ran. Ich bin nicht so der Individualist. Mir geht es erstmal um die Basis. Ja. Ich möchte einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, was funktioniert. Und hier hatte ich das Gefühl, das funktioniert gut für mich. Potenziell langweilig, da bin ich bei dir. Aber das möchte ich für mich trotzdem erstmal mit einer guten Note gutieren, bevor wir wieder in Extrem landen und am Ende des Tages selber sagen, was, da habe ich eine 5 gegeben, das ist doch nur ein Essigeimer. Ich bin da sehr verwundert von deiner Gedächtnisleistung auch, dir die ganzen Geschmäcker im Kopf halten zu können. Aber das kannst du das kann als Moderator ich. Dieser Sendung, das kann bist ich. Du da. Es geht weiter mit dem nächsten Apfel. Wir haben den Elster. Den also Elster. Ein Star. Ja, guck mal hier. Elster haben wir hier schon gesehen. Aha, hier haben wir schon hellig. Und oh, der ist also auf jeden Fall recht blass, finde ich, kann man hier sagen. Also man sieht auch hier den Unterschied der Rottöne, wenn wir hier nochmal ja. die Gala als Gegengepart haben. Da ist der Elster auf jeden Fall sehr blass. Was ist natürlich die Frage, wie gehst du mit so rein kosmetischen Effekten um, wie Glanzpunkt? Da weiß man, da wird hinter den Kulissen viel nochmal mit Wachs angelegt und all das. Bist du da sagst du, das Auge ist mit oder findest du sowas eher abscheulich? Also wenn ich das Gefühl habe, Willi Würmling und seine Familie sind eingezogen, dann würde ich den Apfel erliegen lassen. Also wenn da irgendwie so wirklich so Löcher sind und so richtig braune, wurmstichige Stellen, das wäre schon grenzwertig. Ja. Ich bin ehrlich, wenn der attraktivere Bruder daneben liegt, dann würde ich ihn nehmen. Es tut mir dann leid, da würde ich sagen, sorry, aber dich findet auch noch jemand. Aber es ist für mich nicht entscheidend. Aber ich suche auch nicht gezielt nach diesen Äpfeln, um ihnen quasi ein behagliches Zuhause zu geben. Das ist ja nicht meine Mission. Was mir aber hier auffällt, ist die Wächsigkeit. Also das Wachshafte beim Anfassen gegenüber dem hier, wo man wirklich das Gefühl hat, da kannst du potenziell Schlitzschuh drauflaufen. Ja. Ist das hier so, dass man mit den Fingernägeln kratzen möchte und das Gefühl hätte, man hatte so eine Talgschicht unter selbigen? Das geht meinem zumindest so. Das ist so ein bisschen, ich will dir jetzt nicht zum Anfassen geben, aber guck mal, hier sind auch überall, das sehe ich jetzt gerade, auch diese kleinen Pünktchen drauf hier, ne? Ist das so ein bisschen Mitesser? Überreste der Erdbeere? Ja, oder das sind halt tatsächlich die Mitesser, so die andere Leute sich aus der Nase drücken. Bei Äpfeln gibt's noch keine Technik, ich weiß es nicht. Ja, das kann sein, ne? Also warte mal, hier, ich muss einmal den, klingt ein bisschen hohl, ne? Man bräuchte eigentlich auch so eine Wertung wie Dichte. Ja. Also wie viel Apfel pro Kubikzentimeter? Aber der ist auf jeden Fall schon. Pass mal auf, ich hab einen Indikator gefunden. Und zwar die Handabreißtechnik, also für diese wechselnde Oberfläche, um euch das zu verdeutlichen. Wie gesagt, es ist ein Widerstand. Es ist so, man merkt, man bleibt stecken. Vielleicht ist das naturgegeben, vielleicht ist das, wie du gesagt hast, durch ein Nachhelfen mit einer Wachsschicht, damit es mehr glänzt, weiß ich nicht. Aber wenn ich einen schnellen Abriss mache,
Weißt du, da hört man schon so ein bisschen, die Haut sagt, lass mich kleben. Oh ja, tatsächlich. Ne? Die Frage, was ist der Apfel, was ist Haut? Weil du hast ja absolut zarte Hände. Aber das geht ja. Ich mach mir mal eben die Hand trocken. Am Hosenbein, also wie man es halt üblicherweise ja auch macht. Und jetzt versuche ich mal denselbigen Test mit dem vermeintlich glatten Produkt. Pass auf, jetzt bin ich mal gespannt. Also hier, ich versuche euch das akustisch natürlich möglichst präzise wiederzugeben. Leicht, aber es hat einen höheren Klang. Es hat einen leicht höheren. Das andere hatte eher so ein. Ja. Na? Also ja. Muss nicht schlimm sein. Nee, überhaupt nicht. Aber es gibt einem vielleicht so ein Gefühl von, oh, den haben andere Leute schon in der Hand gehabt. Was genau machst du gerade? Vielleicht nimmst du uns einfach mal mit auf die Reise der Erkenntnis. Ich versuche ein bisschen die Saftigkeit einzuordnen, weil wir haben natürlich dadurch, dass es jetzt hier nur aufgeschnitten ist, kommen natürlich die Poren raus. Ist schon süß. Ist schon süß, gefällt mir schon gut. Also das ist jetzt der Elster. Ich habe gerade so ein Bild von dir vor Augen, wie du in der S-Bahn in Hamburg sitzt, zur Arbeit fährst und so einen kleinen Leckapfel aus der Tasche holst und da wirklich wie so ein Vögelchen, das sich einfach freut, was einfach ist des Genusses wegen und nicht, weil es Hunger hat. Und einfach so. Und die armen Praktikanten hinter der Kamera, die wissen, dass das ihr Mittagessen sein mit wird. Mit schneller Zunge abgeleckt. Ja, abgeleckt. So, okay, pass also auf. Das ist der Elster, auf jeden Fall wie auch helleres Fruchtfleisch hier als Gala dabei, auch sehr saftig. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob wir da überhaupt Unterschiede rausschmecken können. Ich auch, aber er riecht schon für mich mehr nach dem, was ich nicht mag. Gut Apfel. Gut Apfel. Oh, ja, ja. Ja. Also. Okay, ich kann euch nur empfehlen, auch mal solche Apfelsorten back-to-back zu essen, weil man kriegt wirklich den Unterschied raus. Ja. Also definitiv. Viel saurer. Viel weniger Widerstand allerdings auch. Also das mag ich ja persönlich wenig. Ich mag es gerne knackig. Es ist aber noch keine Mehlattacke. Ja, aber also man hat das Gefühl nicht. So ein bisschen, dass der so weich ist, möchte ich fast sagen, wenn man ihn auf den Unterkiefer legt, auf die Zähne, dass allein die Schwerkraft sozusagen dafür sorgt, dass man mit den Zähnen ins Apfelfleisch eindringt. Ja, doch, der hat schon eine gewisse Festigkeit. Mhm. Aber da ist irgendwas ganz Merkwürdiges drin, oder? Ist nicht mein Lieblingsapfel. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Hotelapfel, der gerne mal als Gratisbeilage da liegt. Wenn du das Zimmer öffnest. Schmeckt da was ganz Konkretes drin, aber ich krieg's nicht zugeordnet. Okay. Bisschen so wie Apfelessig oder sowas. Kann es sein, dass Apfelessig. Kann das sein, dass Apfelessig was mit Äpfeln zu tun hat? Ich weiß es nicht. Aber. Also. Da ist wirklich sehr säuerlich, was ich mag. Der Grundgeschmack neben dem Säuregehalt, finde ich, ist deutlich apfelintensiver und bleibt auch länger. Also er wirkt so ein bisschen komprimierter vom Geschmack. Nicht verdünnt, sondern kräftiger. Welchen Geschmack du jetzt genau da wahrnimmst, weiß ich nicht. Du hast noch ein kleines Apfelbärtchen hier oben. Das ist Apfelschleckermäulchen. Also mir schmeckt er, das gebe ich zu. Vom Knackgefühl, von der Bissfestigkeit hat mir der Gala besser gefallen. Der Grundgeschmack mit seiner Säuerlichkeit gefällt mir. Das Mehlige ist da. Also ich weiß jetzt schon, dass der Mehlfaktor auf mittelschnellen wird bei diesem Apfel. Aber ob das insgesamt mir... Es hat diese leichte Anmutung beim Reinbeißen von Mehlspeise. Du fahndest immer noch nach dieser Assoziation. Ich glaube, es geht in Richtung getrocknete Apfelringe oder irgendwie sowas in der Ecke. Das ist aber nicht allzu tollkühn, diese Vermutung. Ich hau mal eine These raus. Na komm. Ich glaube, das ist ein geiler Obstsalatapfel. Ui. Weil der hat eine schöne Säure. Ich glaube, der bringt wirklich was Gutes dazu. Da noch einen guten Bananen dazu. Sowas in der Richtung. Ja. Glaube ich, kann wirklich seine Rolle spielen. Wirklich seine ganz klare Oboe, die man in so einem Konzert braucht. Ja, ich würde mir niemals ein Ticket für selbiges kaufen. Ich bin nicht so ein Obstsalatmensch, aber ich weiß genau, was du meinst.
Ich glaube, wir, ja, den, wenn ich einen Obstsalat anbieten würde. Ja, denk jetzt gar nicht mal an Obstsalat im Sinne von Obstsalat, sondern im Sinne von auch ein normaler Salat mit Apfelstücken. Oh, das ist aber, da gehst du in Grenzbereiche. Das ist so wie das indische Curry, wo die Ananas und Mandarinen. Und Rosinen. Ja, die einen sagen, ich gehe zu McDonald's, die nächsten sagen, gib mir Nachschlag. Ja. Und ich bin Zweiteres auf jeden Fall. Ich bin in der Mitte. Ich sag, Süßes hat da immer seinen Platz auch. Ja, dabei. Ich sag, gib mir wieder, ich möchte Chicken Madras einmal bitte. Mit Naanbrot. Da weiß ich, was ich hab. Aber lass es nicht abschweifen. Ich weiß, was du meinst. Und ich, wie gesagt, nur weil mein persönlicher Geschmack manchmal vom Einsatzgebiet, das du hier skizzierst, abweicht, heißt es nicht, dass ich mich nicht in diese Position eines neutralen Beobachters und Beurteilers. Aber tolles Gegenstück zum Gala. Ja, ich find, da haben wir ein tolles Paar getroffen. Ja. Also beide schmecken nach Apfel. Ja. Er schmeckt viel intensiver, er ist säuerlicher, er ist weniger knackig, ohne dabei aber ins zu sehr mehlige abzudriften. Das gefällt mir gut. Ich glaube, du hast bei Säure mehr die Möglichkeit, eine Geschmackstiefe zu haben. Ein kleines Bouquet aufzumachen. Das ist ein kleines Bouquet. Mhm. Das ist wirklich irgendwie am Straßenrand gepflückt. Keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass Süße mehr alles überballert als Säure. Säure lässt noch eine Komplexität zu. Ja. Und also, was das Geschmackserlebnis ist, ist der Elsterda. Und auch wenn ich den Geschmack jetzt nicht benennen konnte, allein die Tatsache, dass man was isolieren kann und suchen kann, sagt ja schon, da ist mehr drin als beim Gala, wo du einfach sagst, okay, ist es jetzt einfach ein Puderzucker oder Würfelzucker? Ja. Das ist einfach dasselbe. Deswegen, auf jeden Fall, glaube ich, werde ich mehr und mehr ein Fan von Säure hier in diesem Format. Definitiv. Das habe ich eigentlich im Vorfeld auch schon geahnt. Weil genau, also was du gesagt hast, habe ich gerade auch noch mal wahrgenommen. Also das Fruchtfleisch hatte sozusagen den Mundraum schon verlassen. Aber der Geschmack ist noch geblieben. Ja. Genau umgedrehtes Verhältnis. Ne? Super. Ich bin bei Säureskala bei einer 4, dabei, weil wir alle wissen, da kommen noch die Grannies um die Ecke. Ja. Mehlfaktor runter. Ja, bei mir neutral. Mittel, also Mittelwert. Wir müssen uns hier leider präzisieren, wir können es nicht zu komplex machen, zu kleinteilig. Bin ich aber es ist ja auch gut, weil es fordert von uns eine Entscheidung ab. Knackfaktor? Ist definitiv niedriger. Also mindestens Mittel. Ich hätte jetzt fast gedacht, wenn du eben Mittel gegeben hättest, müsstest du konsequent nach unten gehen. Wir können auch einen 45er machen. Gut, dann weichen wir davon ab. Ja, komm, machen wir. Machen wir das. Und damit hätten wir auch wieder Zahlen nutzen können. Alles egal. Ich gebe dir vollkommen recht. Dass manchmal muss man dann vielleicht auch vom Prinzip abweichen und sagen, Herr Gesetzgeber, hier müssen Sie noch mal nachbessern. Hier braucht es einen Unterparagraphen. Ja, ich gebe eine 3. Ich finde den gut. Ich finde ihn besser als Gala. Ja. Aber haut mich jetzt auch nicht um. Und ich glaube, der hat wirklich seine speziellen Anwendungsbereiche. Wie gesagt, ich glaube, Obstsalat ist Elster der Star. Ja. Aber jetzt für den klassischen Verzehr, gerade mit Blick, dass da wirklich noch ein paar klasse Äpfel kommen. Ich würde dich bitten, meine 3 auch zu setzen und oben noch mal nachzubessern, auch zu einer 3. Es tut mir leid, so verschieden sie sind, so ähnlich möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, dass die 4 Es ist so ein King of the Hill-Ding einfach. Du sitzt da auf dem Thron und nur weil du da sitzt und du schaltest zufällig ein in diesem Moment, wo da X auf dem Thron sitzt. Das ist nicht repräsentativ. Aber und da muss man sich dann auch einfach sagen, okay, zu Recht werde ich verdrängt, weil der Nächste es einfach besser kann. Kleine Grundsatzfrage. Bist du denn, was diese Bewertung angeht, ein Fan der Normalverteilung oder der gleichmäßigen Verteilung? Also wenn du jetzt sagst, es gibt 5 Noten, hat ein Fünftel 1, ein Fünftel 2, ein Fünftel 3? Oder ist es die Normalverteilung, wo du sagst, die allermeisten haben 3, ganz wenige haben 1 und ganz wenige haben 5? Das findet sich. Das findet sich für mich im Prozess. Nee, das finde ich feige jetzt von dir. Findet sich. Willst jetzt, weil dass du ich musst mich jetzt natürlich sagen, weil ich will jetzt nicht, also sorry, ich will jetzt nicht, dass da überall 3 stehen. Das verspreche ich dir. Sondern, also, aber du sagst, es können auch mehr Dreien geben als Einsen und Zweien. Ja. Ich will halt nur vermeiden, dass wir hier ins Unwissenschaftliche abdriften und sagen, wir testen heute für euch Waschmaschinen, aber wir wissen, dass Siemens die beste ist. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Also, dass man sich von vornherein aufoktroyiert zu sagen, die gesamte Skala muss ausgenutzt werden. Ja, ich stelle mir immer eine Rangliste vor. Ja. Und dann sagen wir mal, jetzt haben wir 12 Teilnehmer und 5 verschiedene Sorten. Dann müssen 2-1 haben, 2-2 haben, 2-3, 2-4, 2-5. Weil es ja eine Rangliste ist, sozusagen. Du kannst dir in eine Liste setzen. Klar, das verlierst du natürlich die Unterschieden. Weil ich möchte natürlich dann auch dem Einserkandidaten, in diesem Fall ein schlechter Kandidat nach unserer Notensprechung, die ja eine 5 als Optimum sozusagen hervortut, möchte ich dann auch nicht Unrecht tun, weil er vielleicht in einer anderen Welt eine 3 wäre. In unserer Welt, in der wir knallhart richten, eine 1. Beide Systeme haben ihren Vorteil, deswegen finde ich es gut, dass wir da zumindest auch drüber diskutieren können. Aber ich werde es definitiv mit einarbeiten in meine Überlegungen, weil da sollten wir schon Einigkeit beweisen, da bin ich bei dir, damit auch ihr da draußen irgendeine Art von Nachvollziehbarkeit und Verlässlichkeit habt.
bei der Beurteilung. Wir sind jetzt beim Preis noch im unspektakulären Bereich. Alles kostet 1,99. Niederlande, Herkunftsland von Elster. Wir kommen zum nächsten, zum Holsteiner Cox, dem ersten Deutschland-Vertreter. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Hier sind die Holsteiner Cox. Klingt so ein bisschen wie eine norddeutsche Boyband. Ja. Aber hier auch ist immer wieder dunkler. Nicht ganz, finde ich, so farbenfroh, knackig wie Gala, den wir hier hatten. Haben wir jetzt hier den Holsteiner Cox, aber recht gleichförmige Farbe auf jeden Fall. Das ist eh so ein bisschen interessant. Was sagt denn dieser Farbverlauf aus? Ist das die Sonnenseite? Und hier ja. ist Schatten? Oder, also, ja, oder ist es völlig. Oder ist es genau umgekehrt? Egal, also weiß ich auch nicht. Genau, ist das quasi nachgereift, vorgereift? Ich kenne mich da ehrlich gesagt mit den Schattierungen von Äpfelhaut nicht so genau aus. Aber ich merke, er riecht viel weniger. Er riecht kaum, meiner zumindest. Ich von außen rieche ich gar nichts. Also bei eben, allen Äpfeln. Ja, also, das kann man sich sparen. Ich rieche mal eben am Fuji. Said no one ever. Doch, bitte riech mal am Fuji. Oh, und dann oh, riech ja. hier am Holsteiner Cox. Ja. Nee, das aber gar schon, nichts. Ne? Also wir ja. haben wahrscheinlich, vielleicht ist das so eine, die Schalenisolation. Welcher Apfel isoliert besser? Weil eigentlich willst du ja nicht, dass er von außen riecht, weil du willst ja, dass der Geschmack drin bleibt. Jeder Geschmack, den du rausriechst, ist später nicht mehr drin. Absolut. Das ist wie bei Unterhosen. Gut, wir steigen ein in den Holsteiner Cox und schauen mal, wie es da drin aussieht. Ich mach nochmal einmal den Abrieb-Dings. Weil er fühlt sich leicht wächsern an, aber wächsern technisch zwischen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, deinen Test, aber ich schaue ihn mir immer gerne an. Pass auf, einmal noch. Vielleicht ergibt er auch keinen Sinn. Dann lass mich eines Besseren belehren. Ihr kennt mich. Ich bin niemand, der pedantisch auf Dingen, auf Prinzipien rumreitet. Einmal noch den. Ja? Ich würde vielleicht beim nächsten darauf verzichten, es sei denn, mir fällt beim Handtest bereits auf, dass es notwendig ist. So, du hast schon mal den Schnitt gemacht, den goldenen sozusagen. Der geht bei dir, wenn du Äpfel aufschneidest, nach deiner Achtelteilung, würdest du dann den ersten Schnitt mittig setzen? Ja. Oder ja, also nichts am Gehäuse vorbei, um die mögliche Schnittarbeit leichter Schön zu machen durch. Danach. Schön okay, durch. Gut. Haben wir das auch geklärt. Schön durch. So, ich mach mal den, ich beiß mal eben, oder ja, während du. Oh, ja. Da hast du das Gefühl, der Kiefer braucht einen Hilfsmotor. Merke ich jetzt schon. Schön knackig. Das ist ein Apfel, der geht in meine Richtung. Da ist nicht so ein intensives Mittenaroma. Ja, der ist sehr zurückhaltend. Der ist jetzt so, aber der ist trotzdem sauer. Der ist quasi einfach im Geschmack und sagt, ich bin ein bisschen großzügiger mit dem Essig. Ist vielleicht jetzt meine spezielle Apfelausrichtung? Das gefällt mir. Ist nicht der Alien-Apfel. Ist nicht der erste Apfel, den du essen solltest. Das ist irgendwie eine intensive Säure, die sich aber zurückhält. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Das ist so klein geschrieben, aber mit Ausrufezeichen. Es ist irgendwie. Es kommt um die Ecke, aber dann intensiv. Es ist wie so ein Laser. Der hält den Raum nicht, aber er ist präzise, absolut. Stark. Und dann ist die Frage, was du möchtest. Möchtest du eher so eine Disco-Veranstaltung oder möchtest du zum Putzen einen gut ausgeleuchteten Raum? Und ich bin bei den Äpfeln eben prinzipiell eher derjenige, der sagt, ich brauche diesen punktuellen Strahl. Ich will nicht diese Breite, dieses Birnige, dieses Aromenspektakel. Von mir aus darf es ruhig ein bisschen überessigmäßig sein. Und da würden viele Leute sagen, Moment, da haben sie aber, waren sie zu großzügig mit der Säure, ja. Herr Züchter. Aber ich sage, danke, ich brauche die Breite nicht. Lieber mit dem Salz geizen, dafür ein bisschen mehr Cayenne rein. Aber er ist insgesamt, würde ich sagen, nicht so sauer wie der Elster. Aber ja, aber er ist halt geschmacklich sehr dünn. Ich finde, die Säure ist einfach das dominierende Element. Und nicht, weil sie, wie du schon sagtest, so sauer ist im Direktvergleich zum Elster, aber weil eben diese geschmackliche Mitte, diese Breite, diese Aromen sehr zurückhaltend sind. Das sind Lückenfüller. Deswegen, ja. Das ist so aus Aushilfslehrer. Ja. Die Säure macht was sie eigentlich nicht machen will. Das stimmt. Weil der Lehrer gerade krank ja. ist. Er braucht eine recht starke Schale, würde ich sagen. Jetzt müsste ich tatsächlich noch mal einmal. Und weiß es fast schon nicht mehr. Das ist super schwer. Ich muss aber einmal zum Elster jetzt gehen. Wegen des Säuregehalts. Da tue ich mich gerade wirklich schwer. Also ihr müsst das womit ich gerade struggle, ist quasi wie eine weiße Leinwand. Wenn du da auch nur einen Grautupfen drauf machst, ist es nur grau. Aber es kommt dir vielleicht vor wie schwarz, wie tiefschwarz, weil es einfach in der weißen Umgebung wirkt wie ein Fremdkörper. Wenn du aber eine graue Leinwand hast und schwarz drauf machst, hast du vielleicht das Gefühl, ich sehe keinen Unterschied. Obwohl es fachlich gesehen schwarz ist. Das ist das, was ich gerade mit dem Säure-Geschmacksverhältnis
versuche für mich rauszufinden. Aber sind wir nicht hier bisher am mehligsten auch? Bisher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist mehlig nicht einfach das Gegenstück von knackig? Ich will jetzt nicht die Skala. Ja, du hast schon recht, weil beides natürlich miteinander zu. Also, es ist ein Widerspruch in sich. Wenn extrem knackig und bissfest auch super mehlig wäre. Das ist physikalisch, glaube ich, ein Unding. Ein Paradoxon. Festigkeit. Ja. Mehlig ist eher porös und locker. Knackig ist eher fest und hart. Ja, stramm, widerstandsfähig. Laut. Laut, genau. Also, das ist eben die Colgate da draußen sozusagen. Das ist Festigkeit hoch. Aber der Holsteiner Cox ist, ich habe den Vergleich noch mal gemacht. Er ist säuerlicher als der Elster. Schon härter, ne? Ich würde allerdings an dieser Stelle die Konsistenz. Ich muss den Elster nach unten korrigieren, gleich auf der Säureskala. Auf eine 3. Nee, es ist so. Ich meine, du machst es nur, weil ich vorhin gesagt habe, du wirst nie rumkorrigieren. Und jetzt nein. Jedes Mal die komplette Wand nochmal neu geschrieben. Ich wurde ja schon oft darauf hingewiesen auch, dass ich in den ersten Minuten der Sendung etwas etabliere, das dann eben in den letzten Minuten keinen Bestand mehr hat. Und ich nicht mehr darauf, und ich mich eben nicht von meinem hohen Ross hinabbegebe, um zu sagen, ich muss den nochmal umkorrigieren. Sondern steht da eine Tabelle, die einfach mit der Zeit sich ändert. Die ist Dynamiken unterworfen, die ich aber nicht einarbeite. Und deswegen möchte ich genau das hier nicht tun, sondern frühzeitig eingreifen. Wenn ich einen Direktvergleich habe, der mich dazu zwingt, ein Ergebnis zu korrigieren. Wer wäre ich da dazu sagen, ich bleib dabei. Ich find's super, was du gesagt hast mit der leeren Leinwand, weil eine weiße Leinwand lädt dich dazu auch ein, deine eigene Fantasie spielen zu lassen. Und ich überlege gerade, finde ich hier gerade Dinge einfach nur, weil ich sie suche, weil ich sie nicht geliefert bekomme? Weil er ist einfach zurückhaltend, er ist milde. Bilde ich mir jetzt gerade Dinge ein, einfach weil ich gerade auf der Suche bin, oder ist einfach nicht viel da? Er ist der mildeste, der zurückhaltendste, vielleicht auch so eine Art Hungerapfel. Aber ich mag das. Ich glaube, genau das, wo du sagst, ich brauche was Aufregenderes, ist dieses neutral Zurückhaltende, dieses eher Säuerliche, was mir sehr gut gefällt. Auch mit dem Kaubild im Verbund, das ist eine Einheit, das funktioniert. Das ist für mich das, was ich von einem Apfel eigentlich erwarte. Das ist nicht unbedingt der Standard, das ist nicht der goldene Mittelwert. Deswegen auch Holsteiner Cox. Ich weiß nicht, ob Holsteiner Cox auch gerade in Neuseeland irgendwo offeriert werden. Oder ob sie tatsächlich dann eher eine norddeutsche Exklusivität und damit auch ein Schattendasein oder ein Nischendasein fristen auf der Apfelwelt. Aber mir gefällt das. Ich finde den gut. Ich finde den richtig gut. Ja, der ist schon Schleswig-Holstein, also das Stolz dieser ganzen Region. Ich leg mal die angebissenen einfach da drauf, damit ich es mir merken kann. Wir sollten vielleicht, haben wir nicht irgendwie sowas wie eine Tupperbox, liebe Regie? Irgendwas, wo wir jetzt diese von uns nicht angefassten, die sauber sezierten und abgetrennten Stücke noch für die spätere Verwertung möglichst lange haltbar machen können. Denn eben der Apfel ist ein flüchtiges Produkt, was den Genuss angeht. Wenn er angeschnitten. Den Elster, das war hier der Elster. Und das war. Was ist da jetzt? Das ist der Cox. Hat eine gewisse Breite. Der hat so eine Art Teppichhaftigkeit, die sich breit in den Mund legt, aber nicht jetzt wirklich raussticht an der Stelle oder der, aber der irgendwie so wohlig, so zuckergussmäßig sich über den gesamten Mundraum legt. Aber es ist eher wie eine Art Wachsschicht, die aber eine wohlige Wärme, die sich überall einbreitet. Ich finde den nicht schlecht. Ich finde den super. Ich finde den bisher am besten. Er ist ein Spezialist fürs Allgemeine. Das hast du sehr schön gesagt. Er wagt sich weit genug raus, um zu sagen, ich bin schon selbstbewusst und sage, ich muss nicht das machen, was alle tun. Du hast nicht irgendwie die Zuckerbombe Gala oder den Säureriegel Elster, sondern du hast einfach, ich weiß, was ich bin, ich muss nicht in die Extreme abdriften. Genau. Es ist ein bodenständiger Apfel. Ich versuche gerade so ein Sportbild zu finden. Also er ist kein Fußball, jeder findet super, aber er ist eben auch kein Cricket. Alle finden es scheiße. Er ist Fangsy. Es ist so, irgendwas, so, wo man sagt, so komm, ey, ich habe mein Nischenpublikum. Aber so Handball ist es. Das ist es. Vor ein paar Jahren hätte man gedacht, komm hier mit Cricket auf die Abschussrampe. In Wirklichkeit ist es was durchaus Leute punktuell begeistern kann. Und von vielen Dank. Ich wäre hier auch wieder bei 2 bei der Säureskala. Ich danke dir sehr. Vielen Dank. Dann schauen wir doch mal ein, was wir hier noch für die Nachwelt konservieren können. Das glaube ich nicht mehr. Bei der Säureskala, da würde ich jetzt tatsächlich einmal bitte die 4 vom
vom Elstar. Die würde ich zu einer 3 korrigieren, weil ich habe es gerade noch mal im AB-Vergleich direkt gemerkt, das ist keine 4, das ist maximal eine 3. Und da gebe ich auch eine 3. Und da ist schon interessant, wie wir da auseinanderdriften. Der Mehlfaktor, also ich fand den Elster ein gutes Stück. Also die das ist natürlich jetzt, man muss immer seine Gedanken reduzieren bei so einer Wertung. Ich gehe jetzt hier mal auf Gesamtintensität. Da sehe ich den weniger sauer als Elster. Vielleicht sollten wir wirklich, weil wir feststellen, dass der Mehl- und der Knackfaktor in irgendeiner Art und Weise vielleicht kohärent sind, beziehungsweise Brüder, wie der Nord- und Südpol. Bisher lassen die Daten das nicht. Nee, vielleicht sollten wir einfach, keine Ahnung, einen Intensitätsfaktor lieber nehmen oder so. Was weißt du? Der so ein bisschen die geschmackliche Breite. Boah, das weiß ich nicht. Nein, ist dir das zu breit? Wir sind gerade noch ein bisschen verloren, weil wir keinen richtig mehligen hatten. Ja, ich glaube, sobald der erste mehlige kommt, ist alles klar, was mehlig überhaupt bedeutet. Das stimmt. Ich würde aber sagen, der Mehligfaktor bei mir ist schräg nach unten. Ja. Also in Zahlen ausgedrückt, was wir nicht tun, weißt du, was ich sagen würde? Genau, eine 2. Bei mir, ich muss echt langweilig sein, aber noch mal die Mitte. Ja, aber das passt ja von der Verhältnis. Aber einfach, weil ich nicht so drin bin. Knackfaktor ist schräg hoch bei mir. Wirklich? Ja. Vielleicht unterscheidet sich hier bei dir das Schnitze gegenüber dem Biss. In das gesamte Moment mal, es gibt einen Unterschied zwischen Knack und Biss? Naja, also für mich ist der Knackfaktor ursächlich der Moment, wo du in die volle Frucht eintauchst mit deinen Zähnen und du merkst, oh, das kann ich nicht einfach rausschaben, hier muss ich schon ein bisschen nacharbeiten. Ich habe teilweise vielleicht sogar das Gefühl, dass das Fruchtfleisch und die Haut drumherum so stramm sitzen, dass sie mir unter Umständen sogar das Zahnfleisch nach unten schieben, weil ich will den Kampf gewinnen auf Anhieb und ich will nicht nachbeißen. Und je mehr ich nachbeißen muss, je mehr es wehtut, je härter der Widerstand, desto höher der Knack. Ja, aber hatte ich jetzt da nicht? Ich fand den nicht hart. Ja, aber vielleicht liegt es daran, dass du eben die Schnitzetechnik genommen hast. Ja, das stimmt. Und nicht den Zahnfleisch bist. Ja, vielleicht ist das auch der Punkt. Also da, wo wir auseinandergehen, kann man sagen, aha, da ist der Unterschied am größten für Beißer und für Schnitzer. Für mich ist es übrigens eine 4, weil die Note sei noch nachgetragen. An dieser Stelle. Guck mal hier, lass uns mal ruhig die guten Reste, die man noch anbieten kann, hier. Boah, aber da verliere ich einen Überblick. Also das ist, kannst du dir merken, was das ist? Das ist doch nicht egal. Das ist doch egal. Warte mal, ich würde hier eher so ein bisschen diese Taktik wählen. Ja, das ist doch gut. Dass das man die zusammentut, damit die nicht so ganz aus. Ja, wir können auch einen tollen Apfelsaft daraus zum Beispiel hinterher machen. Oh, ja. Oder einen Apfelmus. Deswegen ist es da ist es doch egal, was da reinkommt. Sag du bist bei der 4. Ich bin bei der 4. Ich bin wirklich bei der 4, weil der von den dreien mir definitiv am besten gemundet hat bisher. Ja, bin ich auch. 4. Nicht gut. Sehr schön, Holsteiner Koks, bis jetzt die Bestnote, sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir jetzt zu einem Spezialisten, denn wir haben hier die Rubinette. Oder Rubinette. Rubinette aus der Schweiz. Und das ist ganz besonders interessant, weil diese Sorte ist für Allergiker geeignet. Wahrscheinlich für Apfelallergiker, nehme ich mal an. Das ist jetzt. Das wäre auch hier wieder eine steile These, aber ich glaube, ich würde mich dir anschließen. Ja? Hier haben wir sie. Und wir sehen, relativ handlich. Ja, finde ich gut. Also handlich, knackig, das ist ungefähr so auf Augapfelniveau. Das finde ich schon mal schön. Und ja, intensiver Farbton auf jeden Fall, stark ins dunkelrötliche abdriftend hier. Und auf der Seite haben wir es ein bisschen heller. Also sehr, sehr schöner Apfel. Handlich. Minimaler Geruch dringt durch die sinnbildliche Buchse. Er hat auch eine leichte Sprödigkeit in der Anfassung her. Das finde ich aber eigentlich solide. Das gibt mir ein Gefühl von Ehrlichkeit. Weißt du, das ist so wie bei Verpackungen. Wenn die eher nicht auf dieses Hochglanzpapier oder so setzen, sondern dieses stumpfe, die leicht blassen Farbe, das gibt dir so ein Gefühl von händischer Manufaktur und nicht Hochglanzindustrie. Ich glaube, das kommt hier nämlich auch ganz gut zum Tragen. Dieses stumpfe, wenig glänzende, gibt dir dieses Gefühl, es ist wirklich vom Baum direkt quasi in meinen Einkaufswagen gefallen. Sind die jetzt klein oder? Also ist der Apfel insgesamt klein oder haben wir jetzt einfach kleine Exemplare, weil die aus der Schweiz her katapultiert werden muss? Das ist gut. Es kann natürlich sein, dass die Zoll bezahlen müssen oder haben sie halt die optimale Variante gefunden. Seit 1966 gibt es diese Apfelsorte. Also hab ich noch nie gegessen. Den 70ern. Das ist jetzt ja sowas, wo ich sofort wieder denken würde mit meiner üblichen Angst. Es steht Light drauf oder es steht glutenfrei oder es steht für Allergiker. Ach so, das ist irgendwas ganz Entscheidendes fehlt, so wie alkoholfreies Bier. Ich verstehe schon. So, weißt du? Das ist aber natürlich Quatsch. Das ist nur Assoziation. Saftigen Allergene, die ich so gern habe. Ja. Ich weiß nämlich zum Beispiel die Lieblingscurrywurst, um noch einen Minimalexkurs, in der Lieblingspommesbude meiner Heimatstadt. Bei der stand explizit immer dran mit Phosphat.
Ja. Bei allen anderen Imbissbuden stand nicht mit Phosphat dran. Und das hat bei mir einfach dazu geführt, dass ich einfach für mich die Entscheidung getroffen habe, offensichtlich bin ich ein Phosphat-Fan. Ich habe keine Ahnung, ob man es schmeckt, Geschmacksrichtung, ob es gut Phosphat für mich ist. Ja, mir ist einfach nur aufgefallen, das war der Unterschied, den ich sehen konnte. Also hier, die Rubinette. Rubinette, das klingt wie die Mulinette von Mulinex. Falls ihr die Werbung noch kennt. Und es ist eine Kreuzung aus Golden Delicious und Cox Orange. Also hier interessant, dass ja wiederum das sind ja eigentlich nur Söhne von anderen Äpfeln. Also ganz interessant, man kann ja hier auch mal den Apfelstammbaum darstellen. Aber bei den Äpfeln ist es doch, glaube ich, so, bei den Kreuzungen von Äpfeln, da darf sich der Sohn mit der Mutter auch durchaus mal ins Bett legen, natürlich, oder? Natürlich, ja, klar. Gehört wahrscheinlich sogar zum guten Ton. Okay, jetzt mache ich mal den Biss. Kleinhandlich, das gefällt mir gut. Da weiß ich natürlich jetzt schon, egal wie knackig das ist, mein Kiefer, allein vom Volumen her und vom Mundöffnungsquotienten, wird gute Chancen haben, hier sauber durchzukommen. Oh. Also, das Knacken war schön, aber ist doch sehr widerstandslos. Mir fehlt was. Mir fehlen die Allergene. Also, der Knackfaktor ist definitiv niedriger. Er hat eine Herbheit. Ich würde das nicht mit Säure gleichsetzen in diesem Fall, sondern herbe. Ein bisschen herbe ist er. Trotzdem süß, aber ich spüre, dass meine Herbheitsrezeptoren auf der Zunge Alarm schlagen. Mehr als bei den anderen. Ich finde es interessant, weil ich finde, der widerlegt das, was ich bei Gala gesagt habe, weil ich finde, der ist fruchtig und süß. Der hat einen Geschmack. Aber auch eine Süße. Das stimmt, aber beides ist auch schnell weg. Ja. Also der Elster, der war ja wirklich so, das war ja ein Marathonläufer, ne? Der hat ja einfach alles weggebrannt. Da hast du das Gefühl, die Verdauung hat schon komplett eingesetzt und ihre Arbeit gemacht und du hast den Geschmack noch im Mund. Hier hast du das Gefühl, du kaust noch und der Geschmack ist schon weg. Mhm. Ein bisschen. Das war jetzt aber auch eine braune Stelle gerade, muss ich dazu sagen. Sehr süß wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Ist es so? Bei Bananen ist ja braun süß. Ich glaube wohl. Bei Äpfeln? Ich glaube schon. Ich meine, das schon mal wahrgenommen zu haben. Zumindest, ich glaube, auch Wespen und ähnliches Getier stürzt sich ja bevorzugt auf die braunen Stellen. Vielleicht, weil sie sich leichter rauslösen lassen von den Kieferwerkzeugen. Aber wieder recht süß, ne? Sind wir dabei. Mhm. Süß. Und anders als der Gala, finde ich, behält er noch Charakter. Der ist nicht nur Zuckerwasser. Wir sind jetzt schon in der Richtung Apfelfritt. Mhm. Also so Apfel, Kaufrucht, Gummisachen sind wir hier schon recht nah. Das ist ein apfeliger, fruchtiger Geschmack mit einer Süße. Ich finde es sogar mit sehr viel Süße. Die Herbheit habe ich jetzt beim zweiten Bissen tatsächlich schon nicht mehr wahrgenommen. Er ist ziemlich kräftig. Passen die Geschmacksknospen eigentlich an, so wenn die sehen, oh fuck, das ist süß, regeln die den Süßerezeptoren wieder runter? Also, na, was heißt ich hoffe? Ich hoffe natürlich im Sinne unserer neutralen Berichterstattung hier nicht. Aber ich befürchte, dass es so ist. Ist es dir schon mal passiert bei dieser Taktik? Die ist ja nicht ungefährlich, was du da machst. Mal kurz, um Technikfragen aufzubringen. Du schneidest mit der Schnittkante gegen den Stützdaumen. Ja. Dass dir durch, weil du vielleicht ein sehr mehliges Exemplar hattest, dass dir die Schnittkante einmal komplett in den Daumen reingerissen ist? Ist noch nicht passiert, weil ich ja natürlich gegen Ende, auch aus einem Selbsterhaltungstrieb, aber auch einfach um diese Apfelform zu gewahren, natürlich am Ende wieder hochgehe. Sodass, wenn ich gegen Ende die Kontrolle verliere, ja eigentlich dann eher direkt in Augennähe landen würde und mein Daumen verschont bleibt. Es klingt auf jeden Fall so, als ob man eine gewisse Aufmerksamkeit mitbringen müsste. Und genau deswegen mache ich es ja. Das habe ich am Anfang gesagt, die Aufmerksamkeit, die investierst du in den Apfel, aber die kriegst du zurück beim Essen. Das finde ich gut. Ja, das verstehe ich. Ich kenne das nur selber, dass ich da beim etwas, sagen wir mal, weniger aufmerksamen Schneiden durchaus das ein oder andere Pflaster zücken musste. Hm. Also. Ich lerne gerade, dass ich eher der Säuretyp bin. Ich auch. Weil auch wenn der fruchtig und süß ist und ich würde ihn hier über der Gala ansetzen, ich glaube, wir kommen hier bei einer 3 raus. Also für mich ist der. Ist der, ja. Mir ist er zu süß. Das muss ich einfach sagen. Ich finde aber für süße Liebhaber, wenn ihr sagt, ich suche die Süße, dann glaube ich, ist das ein guter Kandidat für euch, weil der noch eine gewisse Fruchtigkeit und Farbe mit beibehält, wohingegen Gala ja eigentlich nur die Zuckerbombe ist. Also gefällt mir gut. Ich würde sagen, Säureskala bin ich hier wirklich bei 1. Ja. Also es ist, finde ich, auch der unsäuerlichste. Das muss man einfach mal sagen. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich mache hier mal kurz was für die Nachwelt. Nur, also. So. Mehlfaktor? Mehlfaktor. Und hier merke ich, dass es doch Sinn ergeben hat, diese Ausdifferenzierung anzustreben. Gut. Denn ich finde den Mehlfaktor relativ hoch. Mhm. Ich gebe hier mal
Ja, doch, gib mir mal den Schräg hoch, Johnny, bitte einmal. Die 4, ja? Ja. Knackfaktor? Der Knackfaktor wiederum ist mittel. Gut, geht es aber auch nicht kolossal auseinander. Nein, 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 das ist nicht kolossal. Aber ich hätte gedacht, dass, wie gesagt, dass wir immer komplett sozusagen eine Proportionalität irgendwie erfahren. Eine Korrelation, genau zu sagen. Weil lass mich nochmal den Apfel, den Messertest machen. Ja, der hält schon, der hat eine Festigkeit. Mhm. Merkst du auch, aber er ist ja nicht, er ist nicht so knackig, wie die davor waren. Also da muss ich leider runter hier, tut mir leid. Ja. Und Mehlfaktor habe ich für mich noch nicht ganz gerissen. Kommt vielleicht. Ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich brauche noch mal einen richtig mehligen. Ja. Dann können wir das machen. Ich habe eine 3 gegeben, weil ich finde, bei Süße, also ich glaube, es wird bei mir nie einen sehr süßen Apfel geben, der die beste Note kriegt. Und was süße Apfel Äpfel angeht, ist der wirklich gut dabei. Ja. Ich riech bei dir die. Ich riech bei mir die 2. Ja. Gut. Aber das sei eben mit dem Vorbehalt genau wie das. Süße Abzüge, mein Lieber. Ja, weil die Süße mir einfach nicht mein bester Freund beim Apfelgenuss ist. Das tut mir leid. Da wird es auch der nächste schwer haben. Ich bin gespannt. Der auch zu den Süßen gehört. Und ich glaube, was den Zuckergehalt angeht, ganz weit oben mit dabei ist. Es ist ein absoluter Klassiker. Wahrscheinlich, wenn man beim Chat-Duell fragen würde, nenne eine Apfelsorte, wäre das an erster Stelle. Boskop. Boskop. Ist das nicht auch so ein klassischer Kindergartenname? Ja, kann aber natürlich auch Boskop ausgesprochen werden, ne? Weil wir haben das Doppel-O an zweiter Stelle, Boskop. Deswegen vielleicht auch hier. Boskop. Ja, doch, stimmt, den kenne ich auch. Das ist so die Schöne Namen. Aus Boskop. Zumeist auch Boskop, in Deutschland aber kurz. Okay. Hm? Wo kommt, also wo genau kommt der jetzt her? Der kommt aus den Niederlanden, aus der Stadt Boskop. Ja. Und er wird zu den Lederäpfeln gezählt. Und ein Lederapfel ist ein Grauapfel. Einige Apfelsorten mit ledriger Schale, insbesondere einige Rinetten, wie zum Beispiel der Schöne aus Boskop. Also einer der Lederäpfel. Also jetzt geht's natürlich auch noch mal um die Schale. Das gefällt mir. Ich liebe es. Dafür liebe ich Wikipedia. Ja. Für diese Ausdifferenzierung und Worte, die du vielleicht selber hier gedacht, du bist der Erste, der sie nutzt, aber sie sind längst in der Apfelszene etablierte Fachbegriffe seit Jahrhunderten. Ich hätte gesagt, was ist das für ein oller Lederapfel? Und jemand anders sagt, ja, ja, klar, das soll er ja auch sein. Nein, ich habe es falsch verstanden. Wir haben hohen Säuregehalt, haben wir hier. Von Apfelmus, Apfelpfannkuchen, so wieder als Back- und Bratapfel gut geeignet. Und deswegen, glaube ich, könnte das jetzt wirklich ein Knaller für uns werden, denn er ist anscheinend sehr sauer. Dann lass uns mal den Lederapfel. Lass uns ihn mal verkosten. Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt. Ich kenne Boskop. Bei uns hieß es immer Boskop, aber ich komme auch aus Westfalen. Ist das. Das sind die Kerne. Das sind die Kerne des Boskop. Also da würde ich dich als Kernchennascher auch mal bitten, da einzusteigen, ob wir da noch was entdecken. Also das die ist Kerne des Boskop, das ist auch wirklich so ein Dark Souls-Item-Name, ne? Guck mal, das ist ein Apfel, Mensch. Das ist was Ordentliches da. Wir haben diese fast schon ins bräunliche, lugende Farbe. Also dieses Rot, sehr schön. Ich glaube, das kennt jeder. Ja. Das ist so der Standardapfel, den wir sehen. Und auch dieses schöne Sprenkelbild. Also nicht durch die schwarzen Pocken, sondern durch das Schimmelhaftige. Im Sinne von Pferd. Und auch den würde ich einfach am liebsten vom Boden aufklauben, wie man in Bayern sagt, und essen. Ja. Finde ich schön. Finde ich auch. Hat hier bei mir schon eine Druckstelle, das würde ich jetzt dem Apfel per se nicht ankreiden. Wohl aber dem Handling. Aber das Fleisch sieht fast immer gleich aus, ne? So sehr sich die Schale unterscheidet von den Farben, desto exakt gleich ist die Farbe des Fleisches. Mach vielleicht noch mal den Leckmichel. Oh, wow. Ja? Ist es sofort so ein. Ja, da sind wir doch zu Hause. Du meinst, du willst sie auf die Toilette legen als Duftstein? Oder? Ja. Ja? Okay. Da sind wir doch zu Hause angekommen. Jetzt bin ich gespannt. Ich mache erstmal den Biss-Test. Okay. Doch, das ist der klassische Apfelkompott, Apfelmus, Apfel. Den habe ich schon als Apfelkompott zum Pfannkuchen. Was? Milchreis, schön Apfelkompott im Milchreis. Ein ganz krasser Gegensatz zu dem, den wir gerade hatten, zur Robinette. Ja. Boah. Das ist mein Nostalgieapfel, glaube ich. Das ist dann, okay. Für mich ist das nämlich ein richtig herber Boy hier gerade. Also jemand, der. Das ist das schwarze Schaf auf der Weide, von denen, die wir bisher verkostet haben. Und man kann das schwarze Schaf mögen. Ich meine das gar nicht wertend. Aber es bricht für mich extrem ausgeschmacklich.
Also das ist wirklich herb. Und das ist jetzt das erste Mal, wo ich auch einen Hauch von Mehl habe. Ja. Ja, definitiv. Also der Mehl, der Mehlpfeil steigt nach oben. Aber der ist super charakteristisch. Den, also den erkennt, hätte ich, glaube ich, auch blind erkannt. Das ist für mich wirklich Apfelkompott. Und ich glaube, so als Direktapfel, als direkt vermundeter Apfel, ist es vielleicht gar nicht, ist, tut man ihm vielleicht sogar wirklich Unrecht. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, jetzt kann ich mir endlich merken, dass ich mir Boskop beim nächsten Gang in den Supermarkt nicht kaufen will. Muss ich sagen an dieser Stelle, es tut mir leid. Als, und darum geht es, um euch nochmal dran zu erinnern, falls ihr erst jetzt reingeklickt habt. Es geht nicht darum, die Weiterverarbeitung hier mit einer Note zu würdigen oder das Spezialeinsatzgebiet in den Fokus zu rücken, sondern zu sagen, es geht um den puristischen Genuss. Und da ist für mich der Boskop jetzt gerade wirklich, da lege ich mich fest. Wirklich spannend, dass je weniger Süße der Apfel hat, desto mehr entstehen Geschmacksfelder. Das stimmt. Ob dir die gefallen oder nicht, ist die andere Frage. Aber du musst zugeben, dass die Komplexität hier schon relativ hoch ist, was die Geschmackslandschaft angeht. Und man kann da sich zu Hause fühlen, man kann da wohlige Gefühle haben, man kann sagen, wann fährt der nächste Bus, ich will hier weg. Genau. Und bei mir geht's eher in diese Richtung. Und vor allem, was mir ein bisschen fehlt, ist trotz dieser Komplexität, die du gerade berechtigterweise angesprochen hast, ist der im Punkte Säure kein besonders sich hervortuender Vertreter. Nee, finde ich auch nicht. Also das die Abwesenheit von Süße ist nicht automatisch Säure. Genau. Dafür, dass er als besonders säurehaltiger Apfel gilt, finde ich den gar nicht. Also da hat der Elster wirklich viel mehr gebrannt. Ja, und insgesamt muss ich sagen, also in allem, was da zusammenkommt, dieser herbe Grundgeschmack, nenne ich ihn jetzt mal, ist, kann man mögen, das hast du gerade wunderbar gesagt, der eine macht da Urlaub, der andere da. Die mangelnde Säure und die hohe Mehligkeit sind für mich bisher etwas, wo ich sage, nee, das ist nicht mein Apfel. Und der wird es wahrscheinlich auch nicht werden, ist nicht schlimm. Wir müssen keine Liebeshochzeit feiern beim nächsten Einkauf. Es gibt sicherlich andere, die sagen, ich möchte. Wie stehst du da? Ich lege mich jetzt schon mal fest. Ich ringe nach Worten, ich fummle herum, kann es vielleicht aber auch einfach kurz zusammenfassen mit, ich finde ihn lecker. Ich weiß, das ist ein Wort, das du nicht gerne hörst, weil es für dich trivial ist. Naja, es ist auch nicht unpräzise, aber es ist natürlich auch eine ganz ehrliche, es ist eine ehrliche emotionale Beschreibung. Also, es ist okay. Dafür wurde das Wort letztendlich ja auch erfunden. Es hilft dem Koch nicht, zwingend besser zu werden oder schlechter oder zu wissen, was kann ich. Das ist aber ich habe nicht denselben Anspruch wie du. Du sagst ja, du willst das wirklich präzise, dass der Zuschauer zu Hause im Koordinatensystem zu Hause bei sich genau weiß, wo haben wir hier diesen Geschmack. Bei mir ist es unpräziser. Ist es ein bisschen intuitiver? Ja. Und ich mag den. Klar, da kannst du jetzt zu Recht sagen, spielt ja nicht nur Nostalgie mit. Irgendwie zu Hause in Mutters Schoß irgendwie mit Apfelbrei gefüttert werden, das klingt natürlich mit, das krieg ich nicht raus. Ist klar. Ja, das sei dir aber auch ungenommen, das hier mit einzugemeinden. Das ist okay. Deswegen sind wir ja eben ja auch zwei Subjekte, die ihre subjektiven Eindrücke einfach versuchen, in wissenschaftlich präzise Skalen zu pressen. Also. Säureskala bin ich bei einer 2. Bin ich auch. Er ist nämlich definitiv, die Säure ist da, aber für mich eben eher herb. Der Mehlfaktor ist schräg nach oben. Ja. Er ist aber weniger mehlig als der davor, aber ich möchte ihn jetzt nicht umtauschen, weil ich weiß, es geht noch mehliger. Knackfaktor ist bei mir wirklich nie sehr niedrig. Ja, schräg nach unten, weil er ist überraschenderweise für mich noch vorhanden, aber leider in Notenform ist es für mich bisher das Lowlight, was ich mit einer 1 geben muss. Es kann aber genau daran liegen, dass du dieses ganz besondere Erlebnis auf dieser Insel, auf der es nichts gibt, aber einen schönen Baum, Sonne und einen Liegestuhl und einen Kühlschrank. Und das ist für dich das Sinnbild von Urlaub, während ich sage, wo ist die Kartbahn und wo ist die Pizzeria oder so. Ich bin gerade in einem moralischen Konflikt, weil ich bin geschmacklich tatsächlich bei einer 5. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, ich würde mir den im Supermarkt nicht kaufen. Okay. Und jetzt bin ich in der Zwickmühle, weil das ja eigentlich nicht geht. Oder geht das doch, zu sagen, ich mag ihn, aber ich benutze ihn nicht? Das geht schon, es ist ein leichter Widerspruch. Ich mag eher die Idee davon, aber nicht die Realität davon. Und das, eigentlich sollte das ja auch in die Wertung mit einfließen, weil wir sind ja hier keine Apfelidealisten. Ja. Wir versuchen das Ganze eigentlich müsstest Kern du dich davon ein Stück weit befreien. Wenn du ehrlich sagst, wenn du ehrlich in dich reinhorchst und das nächste Mal vorm Obstregal stehst und vor der Entscheidung, einen Boskop zu nehmen oder nicht, aber dann solltest du dich an dieses Gespräch erinnern. Aber kennst du das nicht auch manchmal, zum Beispiel, du kennst dich ja aus mit Videospielen, dass du sagst, das ist ein richtig geiles Spiel, aber ich habe keine Lust, es zu spielen. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, weil nicht immer der Tag ist oder immer die Stimmung, um ein bestimmtes Spiel zu genießen. Die Frage ist ja, weil du es gerade sehr pauschal gesagt hast,
dass ich mir das Spiel zwar gerne ins Regal stelle, aber nie spielen werde. Mhm. So hatte ich dich gerade verstanden. Ja. Und wenn du beim Apfel auf diese Entscheidung kommst, dann würde ich schon sagen, das ist dann kein Apfel für bestimmte Stunden, sondern das ist bei dir eine Grundsatzentscheidung. Das ist ein Galerie-Apfel, wo du vielleicht dich eher gegen deine Erinnerung stellen solltest, um zu sagen, ich werde ihn nicht kaufen. Und das, ich meine, du musst auch zu einem Apfel ehrlich sein. Wenn du halte ihn nicht zu lang zum Narren. Zögere nicht hinaus, wenn du hier eigentlich eine klare Trennung anstrebst. Dann gib dem Apfel die Chance, in einem anderen Korb zu landen und jemanden zu finden, der ihn wirklich glücklich macht. Es ist eine Trennung, aber man kann ja trotzdem schöne Erinnerungen haben. Absolut, aber du solltest ehrlich sein. Bin ich hier, gehe ich dadurch eins runter, weil ich bin im Kern, glaube ich, Idealist. Deswegen gehe ich hier von der 5 auf die 4 runter. Das finde ich gut. So, und ich finde es schon mal spannend, was wir hier für eine Diskrepanz haben. Ja. Zwischen 1 und 4, das ist enorm. Definitiv. Aber da merkt man eben, Apfel ist auch einfach Emotion. Es ist nicht umsonst der Sündenfall. Es ist nicht umsonst die Verführungsfrucht. Ich kann da eben einfach nicht so rational sein, wie du es bist, der du einfach schon viel Erfahrung mit solchen Dingen hast. Nun ja, also Äpfel sind für mich halt eben kein Top-10-Lebensmittel. Und da ich da vielleicht eine Unerfahrenheit bringt, die mir aber natürlich auch dabei hilft, mit einer Neutralität an die Sache ranzugehen, weil ich eben noch nicht so beschlagen bin. Und diese Kombination aus uns beiden ist doch genau das, was wir hier haben wollen. Du bist der Liebhaber, der Experte, der die Anekdoten kennt, der sich durchgekostet hat, der sagt, ich mache schon Abitur in Sachen Äpfel. Und ich sage, ich bin zwar grundsätzlich interessiert, aber weiß noch nicht, wie interessiert. Jetzt machen wir einen Sprung. So. Wir kommen vom heimischen Mutterherd Boskop zum feurigen Santana. Ein Sprung, der größer nicht sein könnte. Spanien kommend. Aus den Niederlanden, der hier erstmalig dem mitteleuropäischen Spanien, sagt man ja, mit saftigen 2,99 Euro zu Buche schlägt. Also 50% mehr als alles andere. Also wir haben hier wirklich einen Luxusapfel, einen Premiumapfel, einen Gourmetapfel. Ob man diesen Preis auch schmeckt, das sehen wir jetzt mit Santana. Mit einer knallroten Farbe. Also hier, der wurde natürlich auch industriell eingewachst. Da geht der ganze Euro für Wachs drauf. Wie wir hier sehen, mit diesem schönen Glanz. Na klar, das ist fürs Auge natürlich gut gemeint, aber wir können natürlich durch diese reine Oberfläche durchblicken, aber ansonsten sehr rot, sehr knackig und auch nicht jetzt zum Beispiel dieses fahle Pink, wie wir es bei Pink Lady haben, die natürlich danach benannt ist, sondern wirklich tiefrot. Das ist schon wirklich Apfel auf Maximum. Da muss man schon wirklich sagen, da wurde schon lange genetisch daran gearbeitet, dass der so rot ist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn noch nie wahrgenommen, noch nie gegessen, noch nie gesehen. Kennst du eine Kerze draus machen? Ja, ja, schon. Ne? Ist jetzt wieder, warte, einmal noch. Um euch das. Oh, der riecht ja fast nach Latex, ey. Ich check diesen Test nicht. Aber du weißt, also du musst dir das visualisieren, wie eine. Also, dir geht's jetzt um Reibung oder um Klebkraft? Nee, es geht um die Klebkraft. Es geht quasi, vielleicht kann ich das ganz schnell einmal visualisieren. Ich kann es nicht. Ich verstehe, was du meinst. Es geht darum, dieses Gefühl zu haben. Die Frage ist, ob es wirklich einen Unterschied gibt zwischen verschiedenen Äpfeln, was das angeht. Gibt es, aber der ist auditiv sehr schlecht herauszuarbeiten. Dafür fehlen uns hier einfach die Mittel. Ist aber auch nicht schlimm. Boah, der Reißen, ey. Er riecht auf jeden Fall auch wieder apfelig. Er riecht anders apfelig als andere Äpfel. Aber er, wenn du mir ihn vor die Nase halten würdest bei der Blindverkostung, würde ich sagen, das ist höchstwahrscheinlich kein Cheeseburger, sondern ein Apfel. Mhm. So, ich bin gespannt. Du bist auf dem richtigen Weg, glaube ich. Er leckt sich leicht herb, aber ich will jetzt nicht plötzlich den Lecktest zur Hälfte. Aber, okay. Ich will nicht sagen, weil es ist eine Kreuzung aus einem Apfel, den wir bereits probiert haben. Und jetzt bin ich gespannt, ob du drauf kommst, weil wir haben den Vater oder die Mutter schon verkostet. Jetzt habe ich fast schlechtes Gewissen. Obwohl, warte mal. Er soll ja nicht elternlos aufwachsen, also. Boah. Ordentlich saftig. Hier, ich habe quasi, man sieht hier das Saftmal, was mir am Kinn runterläuft. Ja, aber das ist wirklich ein gutes Zeichen. Also der Koch, der Koch achtet darauf. Wer nicht sabbert bei einem guten Apfel, der hat es auch nicht genossen. Das ist eine sehr interessante Mischung. Oh, der Santana. Oh, das ist fast echt so kunststoffige Gerüchte irgendwie. Mhm. Mit rauskommen irgendwie. Also. Ja, weich, saftig. Mhm. Super saftig. Gar kein Knackfaktor. Mhm. Aber trotzdem nicht super krass mehlig. Nee. Das ist schon noch mal eine Nebenstraße im selben Bundesland. Ich bin gespannt, ob du auf die Abstammungsurkunde kommst. Er hat einen, würde ich sagen, tatsächlich
charakteristischen Eigengeschmack. Also er hat einen, oh, das finde ich schalig. Sehr schalig, auf jeden Fall. Schalfaktor hoch. Ja, ich mag aber auch Apfelschale sehr gerne. Wirklich, isst du die so wirklich, so Chips, kann man die dann so trocknen und wirklich knackig? Das weiß ich nicht. Ich würde nur nie die Schale abmachen. Oder wenn jemand die Schale abmacht, dann esse ich die Schale sehr gerne. Also den Schalenabrieb. Jetzt nicht zwingend so als Lederhaut, die man sich einmal übers Gesicht ziehen kann. Aber sorry, wenn da noch so ein bisschen Fleisch dran sitzt. Der hat auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich muss es einfach mal sagen, das riecht einfach wie ein Kondom. So. Muss man einfach mal sagen. So, jetzt sage ich dir nämlich, was ich gerade hatte. Es riecht nach Plastik. Mhm. Und da sind wir ja schon mal in einer ähnlichen Familie unterwegs. Da haben wir uns schon mal auf dem Kontinent geeinigt. Das ist diese leichte. Er hat einen ganz eigenen Geschmackskern, möchte ich sagen. Und dieser Kern geht für mich eben eher in, du hast gerade mit Kondom umschrieben, ich mit Plastik, aber in etwas Künstliches. Aber interessant. Ganz interessant, wo das herkommt plötzlich. Ich bin ein bisschen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen was von schlecht getrocknete, mehrfach benutzte Spüllappen. Die haben ja auch so einen Geruch, den man mal an Fingern dann noch so hat und so denkt, oh, wasche mir direkt die Hände, ja, ausnahmsweise ja. Aber irgendwie finde ich es auf eine gewisse Art spannend. Ja, das ist so wie. Das ist wie Parfum. Da sind ja auch Stoffe drin, das Motto, ne? Da ist auch ein bisschen Pferd mit drin. Ja, genau. Das muss auch so ein bisschen. Du brauchst genau diesen leichten, weil das kickt dich auch so ein bisschen. In homöopathischen Dosen. Spannend. So, jetzt mal kurz eine Schätzung. Welcher der, die wir bereits verkosteten Äpfel haben, ist hier Vater gestanden? Das ist eine ganz fiese Frage. Ist es auch, ist es auch. Ich würde fast sagen, mit Blick auf meine. Ich würde sagen, da ist ein bisschen Elster drin. Santana ist eine Mischung aus Priscilla und Elster. So! Tatsächlich. Bam. Wow. Dieser Mann sitzt nicht umsonst auf diesem Stuhl, muss man auch mal sagen. Ich fühle mich gerade wie ein Wettkönig, ja, weißt du? Ja, wirklich. Auch die Zuschauer rufen für mich an. Ich krieg die 500 Mark. Aber auch hier, man ist nicht sein Vater. Nee. Also das ist schon, also ich finde es erstaunlich, dass du es gesehen hast, weil da ist schon weit weg. Schon weit weg. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen ist jugendlicher. Das, es ist die Griffigkeit im Mundraum. Es hat so eine ähnliche Anfühligkeit. Zunge, Kaufaktor, Mehligkeit, Saftigkeit. Das finde ich, da habe ich so gewisse Assoziationen. Vielleicht ist das sozusagen das, was der Vater mitgebracht hat. Ich kann dir schon mal sagen, Knackfaktor 0 bei mir. Und bis jetzt, ich weiß ja nicht, wohin die Reise noch geht, aber Mehlfaktor bin ich hoch. Ja, Mehlfaktor ist für mich auch einmal schräg hoch, bitte. Schräg hoch bei mir. Ich habe das extrem noch nicht. Also da gibt es Schlimmeres. Absolut, aber ich möchte schon mal einfach vorlegen. Ja, Knackfaktor ist für mich allerdings ähnlich wie der Boskop angesiedelt. Da würde ich jetzt sagen, das lässt die Skala nicht zu. Also genau schräg rechts nach unten, um präzise zu sagen. Die Säureskala, der ist nicht sehr säuerlich. Nee. Aber die Rubinette war krasser. Für mich ist es eine 2. Für mich sind es 2. Ja, es ist für mich eine 2. Also. Und Note insgesamt. Ich gebe eine 2. Punkt. Ich habe mir festgelegt. Ich mag diesen Grundgeschmack nicht gerne. Ich kann mir vorstellen, da sind wir wieder in diesem Bereich, den wir eingangs erwähnt haben, dass wenn du genau diesen Geschmack magst, dieses Gefühl, ein Kondom auszuzuzen, ein unbenutztes, dann ist das vielleicht dein Apfel. Wenn du aber sagst, nee, ich will eher Apfel, wie er im Buche steht, ist das schon ganz schön weit mutig gezüchtet. Und das, ja. Ich mag diese Mutigzüchtung in diesem Fall nicht so gerne. Ja, wir haben ja mittlerweile genug Vergleichswerte. Und wenn ich mir überlege, welche Äpfel würde ich mir erst lieber kaufen, ja. Vor dem muss ich echt sagen, ich gebe hier eine knallharte 1. Wow, okay. Aber damit haben wir ja fast schon, bis auf die noch nicht gezückte 5 quasi, das gesamte Spektrum der Skala ausgeschöpft. Das finde ich gut, sind auf einem guten Weg und werden auch selbstbewusster und schneller in unseren Urteilen. Die 5 fehlt, vielleicht kommt sie jetzt mit unserem nächsten Apfel, einer schon genannten Sorte, von mir als Favorit genannt und auch hier wirklich der Platzhirsch, allein wenn man die Größe sich mal anschaut. Jetzt kommt hier der Breburn. Mit einem riesigen Exemplar zu Buche schlägt, das ist unfassbar. Das ist wirklich, ich nehme gern den kleineren. Also der Brayburn. Heißt der Breburn? Ich hätte es immer Brayburn gesagt. Mir gefällt Bray richtig gut. Er kommt aus Neuseeland. Und ich lege ihn dir einfach mal auf deinen.
Wurde 1952 als Zufallssämling entdeckt. Oh, das ist ein schönes Wort. Also ein Wildfang. Ja. Ein Apfel von der Straße, kann man quasi sagen. Ein ungeschliffener Diamant. Ja. Herrlich. Das ist wirklich toll. Weißt du, warum müssen Menschen, wenn es um Menschen geht, so eine harte Sprache? Da sagt man Bastard oder so. Ja. Man könnte doch auch sagen, du bist ein Zufallssämling. Oh, ja. Ich bin stolz drauf und dafür habe ich dich besonders lieb. Ja, so. Finde ich schön. Oder? Zufall. Finde ich, sollte man anwenden. Ja, das könnte auch fast ein Begriff aus der Juristerei sein. Der halt diesen von Boris Becker etablierten Samenraub irgendwie. Ich habe da so Assoziationen gerade. Ich könnte mir vorstellen, dass es was fürs Gesetzbuch wäre. Ein Zufallssämling. Aber mit so einer positiven Konnotation eben. So, jetzt wir hören mal ganz kurz in die Aussprache rein, damit wir das einmal haben. Brayburn. 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 Ja. Brayburn. Ja, okay. Gut. War für mich immer der Apfel, der am nächsten am weitesten von Obst weg war. Wenn man sagt Obst im Sinne von, oh, muss man essen, fünfmal pro Tag. Für mich war Brayburn wirklich schon fast, da packst du dir irgendwie einen Twix ein, Milky Way und Brayburn. So, der war für mich schon fast auf einer anderen Ebene. Und ich bin sehr gespannt, ob es das, ich muss aber auch sagen, ich habe ihn jetzt schon länger auch nicht mehr probiert. Ich weiß aber, dass er hoch gehandelt wird, auch unter YouTubern. Willst du mir gefühlt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass sich da auch schon eine Szene rausgebildet hat. Jetzt hat es Apfelgollen. Da kannst du die ganze Woche von. Ey, daraus ein Bratapfel? Hallo. Bratapfel, da würde ich eh schon abbiegen und sagen, ich gehe zur Schaschlikbude. Aber egal, lass uns die. Ich finde auch das Innenleben spannend. Man hat hier wirklich fast schon so pelzige Elemente hier drin. So was Pelziges irgendwie. Und dann dieser. Der ist ja. Vor allem, das finde ich immer spannend. Was für eine Luft ist hier innen drin? Ist das neuseeländische Luft oder ist das neue Luft oder ist es die Luft von dem Ort, wo der gewachsen ist? Das ist so wie mit der Ping-Pong-Ball. Ja. Welche Luft ist im Ping-Pong-Ball? Das ist eine sehr gute Frage. Ob man das, ich weiß schon, du willst darauf hinaus, dass man das sozusagen als Bonus noch Feature verkaufen kann. Mit inklusive Originalluft aus Neuseeland. Oh. Wie so Berliner Luft in Dosen verpackt und so. Aber trotzdem, ich muss sagen, bei dem, was du gerade gesagt hast, ich habe so halb rübergeschielt in diese Höhle, die du da freigelegt hast. Mhm. Es hat für mich, ich wohne ja in der Nähe von einem Waldgebiet. Das heißt, mit Viechereien hat man durchaus im Alltag deutlich mehr zu tun, als vielleicht hier auf der Schanze. Und das führt bei solchen Höhlen bei mir dazu, wenn man genauer hinguckt, dass da ganz schnell so ein feines Netz, so ein Nebel, wo du weißt, Spinnen haben sich hier zum Beispiel ausgebreitet, verschiedene Viecher haben sich da irgendwie heimisch gefühlt. Und das war meine Assoziation, die war gerade wenig attraktiv. Ja. So eine Höhle, in die man nicht reingreifen möchte. Aber da muss man sagen, das ist, glaube ich, auch für den Brayburn nicht repräsentativ. Das ist einfach ein Riesenäumel. Das ist ein Wahnsinns-Johnny. Ich würde auch einfach mal die Hälfte nehmen, dann können wir den nämlich noch pur lassen. Ja. Also das ist schon fast kein Apfel mehr. Das ist schon fast für die Landesschau, ne? So der Apfelbäcker. Gibt's das auch? So wie die Leute mit ihren kolossalen Schafszüchtungen. Ja, bestimmt. Apfel, ne? Ja. Also das ist wirklich eher so, wie du schon sagtest, Kandidat Kürbis. Ich kenne, Brayburn ist einer der Standards, ne? Also Brayburn ist sozusagen, wenn du als Anbieter drei Äpfel hast, die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon Brayburn ist, sehr, sehr hoch. So. Oh, hart. Oh, der ist richtig hart. Guck mal, was ich hier noch einritzen konnte gerade. Aua! Also. Recht mehlig. Sehr mehlig, aber sehr knackig. Also, der Bissknack. Auf den spezialisiere ich mich jetzt hier so ein bisschen beim Faktor Knackigkeit. Mhm. Oh, ist der mehlig. Ja. Dafür, dass der so viel Kauwiderstand bietet. Fast anders in Erinnerung, um ganz ehrlich zu sein. Ist das, weil es gibt ja auch eigentlich ein Riesenfeld der Apfelfälschung, wo man ja wirklich höllisch aufpassen muss, dass hier nicht eine Sorte gefälscht wurde. Ich weiß gar nicht, ob das ein echter Brayburn ist, weil ich habe den anders in Erinnerung. Boah. Ich bin gerade fasziniert, wie gut ein super krasser Knackfaktor. Also wirklich, ich musste hier zwei, dreimal nachfassen mit den Kiefern, um dieses Stück hier rauszuarbeiten. Mhm. Und auch jetzt noch spürt man, dass die Backenzähne Arbeit haben. Das ist nicht von der Zunge alles zerdrückbar. Und trotzdem ist der Mehligkeitsfaktor unglaublich hoch. Eine Zähigkeit irgendwie gewisserweise, ne? Ja, zäh, das trifft's, genau. Verdammt noch mal. Warum schmeckt er nicht so gut, wie ich dachte? Er schmeckt halt auch, also er ist nicht übertrieben süß, er ist nicht übertrieben sauer.
Er ist so ein Mittelfeld-Geschmackskandidat, der aber auch einen sehr dünnen Geschmack wieder mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier vielleicht, weil wenn du einen großen Apfel hast, vielleicht verteilt sich das dann mehr und dann musst du irgendwie das verteilen, aber dafür, dass er bei mir als Spitzenkandidat ins Rennen gegangen ist, muss ich jetzt hier echt nochmal hart zurückrudern. Also der Grundgeschmack, das glaube ich, da kommt bei mir eine Tendenz raus. Ich mag es ja nicht so übertrieben intensiv und vor allem nicht übertrieben intensiv süß. Das ist so ein Mittelfeldkrieger geschmacklich. Aber leider in der B-Note Mehligkeit. Boah. Also, stinkt er total ab. Gefällt mir überhaupt nicht. Nee, also ich bin super enttäuscht. Ich dachte, ich kann hier endlich mal eine 5 vergeben, aber ich muss hier wirklich knallhart die 1 geben, weil der schmeckt fast nach nichts, ist mehlig. Und also ich habe mir gerade gedacht, würde der so schmecken, wie er riecht? Genial. Ja. Weil das ist ja unglaublich. Ja. Der riecht fruchtig, saftig, zielgenau ins Bullseye, aber der Geschmack ist nicht da. Nee, also das ist wirklich nicht da. Wie gesagt, was per se eher so meinem Grundgeschmack, meiner Grundsehnsucht beim Apfelkauf entspricht, einen eher dünnen Geschmack zu haben. Aber ja, definitiv Säureskala 1. Mehl, ich bin bei Mehlfaktor bei dir, kannst du genauso setzen. Der Knackfaktor ist auf jeden Fall der härteste bisher. Okay. Soll heißen. Ganz spannend. Also da können ja die in der Aufarbeitung nochmal wirklich drüber gehen. Mehlfaktor hoch, Knackfaktor hoch. Finde ich spannend. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir doch dabei geblieben sind, denn wir merken, dass sich beides eben nicht ausschließt, beziehungsweise zwei Pole einer Skala sind. Ich habe das natürlich als Schnitzer beim Knackfaktor wenig mitzureden. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kann da nicht mitreden. Deswegen mache ich jetzt hier mal so ein Mittelding irgendwo. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Wertung. Ich glaube, was du zu Recht kritisierst, als jemand, der schon weiter ist in seinem Apfelweg, ist etwas, was ich eher vielleicht als Vorteil sehe, das, was er nicht durch Impressionismus, durch extreme Selbstbewusstsein, durch eine extreme Ausprägung, möchte ich sagen, in einer bestimmten Richtung mitbringt, ist für mich etwas, was ich eben als neutral und damit eher positiv sehe. Okay. Ich bin gewillt, dir eine 2 zu geben. Okay. Gut. Andererseits, ich nannte eben den Mehligkeitsfaktor. Den muss ich mit einarbeiten. Aber Für mich ja. Ganz schlimm. Okay, gut, okay. Mehligkeit, also das ist dieses Gefühl von wirklich einfach in so eine Sandkiste zu beißen. Ja. Das ist das, was ich beim Apfel nicht haben möchte. Und vor diesem Hintergrund, dass der Geschmack, ich sagte gerade neutral, klickt den Punkt nach oben, aber der Mehligkeitsfaktor so extrem ist, muss ich eine 1 geben. Absolut, das ist ein 1er-Kandidat. Also, absolute Enttäuschung hier. Ja. Für mich als Spitzenkandidat reingegangen. Und jetzt hier die gnadenlose Doppel-1. Unfassbar. Ich bin gespannt. Was haben wir denn jetzt? Als nächstes kommt der. Ich hab's noch nie gehört. Ich auch nicht. Wir haben einen Doppelnamen. Wir haben den Welland Fresco, den wir hier sehen aus den Niederlanden. Wir sind hier auch wieder bei 1,99 € angekommen mit unserem Preis. Bitteschön. Danke dir. Und wir sind wieder aus den Niederlanden, das scheint ein wirklich sehr apfelträchtiges Ländchen zu sein, wo die meisten Äpfel hier auch wirklich herkommen. Ich muss noch mal sagen, wenn du dran riechst, ich finde das interessant, weil ich hätte auch gedacht, alle Äpfel riechen ähnlich. Es ist nicht so. Ob die wächserne, stumpfe, also die eher gefühlt naturbelassene Beschichtung des Apfels, ob die sozusagen die optimale Schutzform darstellt, weil eben geruchstechnisch ist das minimal wahrzunehmen. Da hatten wir schon eben viel extremere, ne? Da kommt kaum was durch. Ob das vielleicht ein Merkmal für Naturbelassenheit ist, das würde mich interessieren. Aber sonst, perfekte Größe, finde ich. Aber interessant. Ein richtig guter Handapfel ist das. Ein richtig guter Handapfel für kleine, mittlere, vielleicht auch für größere Hände. Aber nahezu kein Gehäuse. Ja. Das oder du hast ja richtig spannend. Du hast natürlich möglicherweise das Gehäuse auch auf der anderen Seite, weil dir der perfekte Schnitt, den du gesetzt hast, quasi die natürliche Streuvarianz. Naja, aber guck mal, auch hier, also das hat fast kein Gehäuse hier, das habe ich ja noch nie gesehen. Wenn man das mal vergleicht mit dem anderen, der hier wirklich stark so ein Mittelding hat, haben wir hier nahezu kein Gehäuse. Also da hat man vielleicht mehr vom Apfel. Also es gibt ja wirklich so Psychopathen wie meine Deutschlehrerin damals, die sagt, bei mir bleibt vom Apfel der Stiel und die Kerne übrig. Und also du meinst, da konnte ich nie einsteigen. Du meinst im Sinne von, alles andere wird gegessen und nicht im Sinne von, warum verschwenden sie den Stiel und die Kerne? Genau, nein. Okay, hab ich verstanden. Nein, da wird das komplette Gehäuse mitgegessen. Die hat wirklich den Stiel abgemacht, Kerne raus und den Rest gegessen. Komme ich bis heute nicht drauf klar.
Bei den Kernen würde ich ja vielleicht sogar noch eine Ausnahme machen. Aber natürlich, weißt genau. Du isst manchmal nur die Kerne und ja, den Rest weg. Diese Hauswände, diese harten, diese unangenehmen, die willst du wirklich nicht haben. Nee. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich finde, er sieht auch total aus, wie ein Apfel aussehen kann. Von der Größe, von der Form, von Farben her. Das ist ein schöner Apfel. Das ist wirklich ein schöner Apfel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er auch so schön schmeckt. Oh. Boah. Mhm. Ich habe mir fast im Gaumen gerade wehgetan. So knackhart ist der. Der schmeckt ein bisschen unreif, finde ich. Der hat für mich so ein bisschen so zu früh vom Bauen. Wenn man so als Kind irgendwie durch die Gegend ragt und dann schnappt den vom Baum. Das ist meine Kindheit. Das ist das, was ich liebe. Der jetzt hier, vom bisher, von der Strammigkeit, vom Grundgeschmack, mit einem Hauch mehr Säure oder vielleicht auch mit einem ordentlichen Batzen mehr Säure. Mhm. Das wäre mein Apfel. Boah, irgendein das Organ genau meldet sich gerade. Welches Organ ist für die Säure zuständig? Ich glaube, die Milz. Irgendein Organ sagt, sorry, Leute, habt ihr einen Schaden? Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Aber guck mal, das ist auch sauber ausgeschabt hier. Da sieht man nämlich schon am Bissbild, dass die Mehligkeit hier nicht besonders ausgeprägt ist. Es wird sauber ausgeschabt und es ist nicht so, dass, das habe ich nämlich, ich kann euch das beweisen hier, das ist da auch ein anderen, hier, ne, also sauber, fein. Hier könnte man jetzt als Forensiker minimale Rückschlüsse auf den Kiefer des Täters schließen lassen. Aber jetzt guckt euch das mal an hier. Hier haben wir zum Beispiel einen Kandidat. Warte mal, ich muss noch mal ein. Was war denn noch mal so ein richtiger Mehlboy? Jetzt habe ich den natürlich alles schon angebissen. Ja, doch, guck mal, hier sieht man das noch richtig gut. Hier, jetzt guckt euch das mal an. Das ist ein. Ja, es kommt so halb rüber. Doch, hier. Das ist eine deutlich weniger saubere Fräskante, wo man spürt, dass die Zähne quasi, während sie durchbeißen, die verdichten. Das Mehlige noch nach hinten und nach vorne. Ja. Und dadurch siehst du halt eindeutiger den Abdruck. Ja. Und das siehst du hier nicht, weil hier ist einfach so richtig raus. Also du meinst, für gesuchte Straftäter ist das eher ein Gefahrenapfel. Genau. Also deswegen Profi-Tipp, wenn ihr was vorhabt, nehmt, achtet auf den Apfel. Ja. Den ihr am Tatort hinterlasst. So. Ich muss jetzt noch mal beißen, weil, wie gesagt, ich mag hart. Das. Richtig strammer Prängel ist das. Hart. Ne? Auch saftig. Mhm. Er hat diese, kann sich nicht so ganz entscheiden, habe ich das Gefühl. Er hat diese leicht birnige Süßigkeit, möchte ich sagen. Ja. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen wie Pommes nur mit Ketchup. Da fehlt die Mayo. Ketchup kann gut sein, wunderbar. Aber in diesem Fall fehlt einfach noch der Konterpart. Das ist wie das große Orchester, wo der Chor krankheitsbedingt zu Hause bleibt. Es klingt immer noch gut, aber du weißt, es fehlt was. Ja, es ist eine Saftigkeit, die da ist, aber ich weiß nicht, wo sie hin will. Ich weiß nicht, wo sie hin will. Es ist, aber, und das möchte ich auch noch mal positiv hervorheben, im Gegensatz zu manch anderem Apfel, den wir hatten, ist das kein Mundkofferapfel. Mm-mm. Das ist potenziell einer, für den du dich dann beim Kuscheln nicht schämen musst, dass du ihn gegessen hast. Da gab es schon wirklich welche, die dir dieses Gefühl geben. Mhm. Brotzeitapfel, kannst du gerne schön mit hinnehmen. Ist fest, der kann auch mal runterfallen, der wird keine Druckstelle bekommen. Und nicht so aufregend, saftig, hat auch ein gewisses, ja, Durstlöscherpotenzial. Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Auch das bin ich voll bei dir. Er ist mir ein Hauch zu süß und ein Hauch zu wenig säuerlich. Sonst von allem her, von der Optik, von der Griffigkeit, vom Mehlfaktor her, ist das ein Apfel genau nach meinem Geschmack. So, aber jetzt will ich den Knackfaktor sehen, mein Lieber, aber, oder? Hoch. Ja. Also würde ich jetzt fast noch sagen, den müsstest du quasi auf 11 Uhr drehen, aber das wäre missverständlich. Das stimmt, ja. Der Mehlfaktor ist bei mir nicht vorhanden. Ich würde jetzt sagen, Mehlfaktor ist aber so richtig in der hängende Eumel. Da schließe ich mich widerstandslos an. Die Säureskala leider nur eine 2. Vielleicht Tendenz 1 sogar. Aber ja, doch, bleibe ich bei der 2. Ja, oh, die 2. Geht eher ins Fruchtig-Süße. Ja. Und deswegen tut es tut mir wirklich jetzt im Herzen weh, dass ich, glaube ich, hier wirklich nur eine 3 geben kann. Weil diese birnige Süßigkeit. Also, der Gala hatte eine 3 und 2 und der war wirklich nur eine Zuckerbombe, aber das konnte er halt auch. Und die. Ey, sorry, ich bin hier bei einer 2, der hat mich überhaupt nicht beeindruckt.
Er hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Ja. Also, ich glaube, das ist so ein Apfelsaftapfel vielleicht. So kannst du da irgendwie auspressen, aber wirklich unterwegs. Klar, wie gesagt, auch diese, nicht falsch verstehen, eine niedrige Wertung hier kann auch ihre Vorteile haben. Wenn du sagst, ich will einen moderaten, ich will einen zurückhaltenden, ich will einen subtilen Apfel, mit dem man nicht viel falsch macht. Wenn da irgendwie Leute rüberkommen, Verwandte kommen zur Apfelparty, kannst du auch gerne so einen in den Korb mit reinnehmen, ja, weil da machst du nichts falsch. Da hast du irgendwie für Oma einen dabei. Klar, die beißt sich da schön die Zähne aus, aber was den Geschmack angeht, ist das dabei. Und kannst du ausdrücken, ausquetschen und ist hart. Ja, und das gefällt mir. Was dir vielleicht auch gefällt, ist unser Schnäppchenapfel. Denn jetzt kommt der billigste Apfel, der Granny Smith, mit 1,75 Euro pro Kilogramm. Und das kann man an der Kasse auch gut erkennen, denn was die Farbe angeht, ist das wirklich ein Unikat. Genau, das ist der einzig wirklich rein grüne Apfel im Sortiment. Und jetzt kann ich mich nämlich outen an dieser Stelle. Der Granny Smith ist mein Kindheitsapfel. Oh. Ja, das ist der, wenn der sauer ist. Ja. Dann ist es mein Apfel. Es mag damit zu tun haben, dass in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, man könnte sagen, mein Elternhaus, dass wir Apfelbäume hatten. Schön. Und da hingen grüne Äpfel. Ich weiß nicht, ob es Granny Smith waren, aber die hatten geschmacklich genau diesen. Ja, das ist der Gäreffekt. Jetzt fängst du langsam an zu gären. Ja, genau. Wirklich? Ja, du hast vollkommen recht. Weil ich habe, als du das Magenbild am Anfang der Sendung machst, das hatte ich mir das so vorgestellt. Bei dir ist quasi eine relativ schnell feste Betonplatte gelegt worden vorm Apfelgenuss. Bei mir war das noch so flüssiger Estrich. Da fällt das jetzt rein, sackt ab, fängt an zu gären und bricht den Estrich so auf und fängt so und denkst so, verdammt, Trocknungszeit nicht mehr. Man bräuchte eigentlich noch so ein Picture, wie es in deinem Magen gerade aussieht. Einfach so ein Sedimentdiagramm. Ja. Aber wir hatten eben diese sauren Äpfel, die ich auch immer gerne vor der eigentlichen Reife genossen habe. Ja. Das ist dann meine ganz persönliche extreme Eingeschränktheit hier. Meine Perspektive, mein Korridor der Erinnerung. Du wirst ihn gleich noch mehr mögen, denn auch der Granny Smith ist ein Zufallssämling. Kommt aus Australien und ist aber ein absoluter Garant, einfach weil er der Grüne ist. Er ist als der grüne Apfel bekannt. Und 20 Jahre nach dem Tod der Entdeckerin des Granny Smith, Maria Ann Smith, wurde die Sorte erstmals verkauft. Also hier benannt nach Maria Ann Smith, eine britisch-australische Obstbäuerin. Das ist alles Wer wird Millionär-Potenzial, was wir hier nebenher noch raushauen. Und man weiß nicht genau, woraus sie gekreuzt wurde. Wahrscheinlich Malus Silvestris und Malus Domestica. Also auch hier natürlich, das ist natürlich auch im Sand der Zeit vergessen. Ja. Wo der genau herkommt. Das ist ja auch eigentlich manchmal ganz schön. Ja. Deswegen ja auch Zufallssämling. Sonst wäre es ja eine bewusste Kreuzung. Würde ich jetzt einfach mal interpretieren, dass das ein ganz wesentlicher Faktor dafür ist, dieses Label zu erhalten. Also ich glaube, gespannt. Also da kommen vieles zusammen. Ich glaube, auch ein Grund, warum du den Apfel so gerne magst, ist, das habe ich gerade auf Wikipedia gelesen, dieser Apfel ist für Allergiker besonders ungeeignet. Das ist quasi der Phosphatapfel. Ja. Also, was auch immer für Apfelallergien verantwortlich ist, hallo, hier ist es drin. Ich finde das schön, wie konsistent ich bin. Ja, wirklich. Wikipedia gibt mir recht. Okay, ich bin super gespannt, denn ich weiß, Granny Smith kann auch zu süß sein. Da ist nicht jeder gleich gut. Ich weiß nicht, was die offiziellen Beurteilungskriterien sind. Boah, der ist aber hart, ey. Ja, das ist schön. Also, wenn der jetzt sämig wäre, mehlhaltig, dann würde ich mich doch sehr, sehr wundern. So, ich bin gespannt. Ja, das ist so eine herbe Süßheit. Ist fast schon so ein bisschen bitter, ne? Süß bist du hier? Ich bin herbe sehr süß. Sauer. Ja, genau. Ja. Das meine ich. Also, es ist natürlich so eine gewisse Süßheit da, wahrscheinlich für Apfelschorlen ungeeignet. Aber diese Säuerlichkeit finde ich gut. Du würdest vielleicht jetzt sagen, er wirkt noch nicht ganz reif, geschmacklich. Oder? Ich finde es aber spannend, dass du den mit Kindheit assoziierst, weil ich finde, das ist ein echter Erwachsenenapfel. Das ist ein echter. Wir hatten halt damals. Das ist ein fortgeschrittener Apfel. Und zu dem muss man sich auch trauen. Aber wenn, dann wird man auch belohnt. Ja, wir haben auch bei Nachbarn geklingelt, um uns mal eine halbe Stunde auf die Heizung zu legen. So war das halt in den Möhren. Ach, das ist süß. Oh. Das ist, wie der kleine Colin sagt: Der ist so sauer. Ich bringe auch Fallobst mit. Doch, das ist mein Kindheitsgeschmack. Und ich verstehe absolut, wenn man hier sagt, weil er eben nicht nur optisch abweicht von dem, was wir hier gegessen haben, sondern auch geschmacklich. Eine ganz eigene, ich will jetzt nicht sagen Liga, das schwingt so eine Arroganz mit. Möchte ich gar nicht sagen, aber einfach sich
weigert, in bestimmte Vergleichskategorien zu fallen, weil er so ein individuelles Eigenleben führt. Mhm. Muss man nicht mögen. Wenn man es mag, ist es vielleicht wiederum schwer, zu den normalen Äpfeln zurückzukehren. Ich finde, er bleibt vergleichsweise flach, trotz Säure. Ja, ja, das stimmt. Ich dachte ja eigentlich, dass es, je höher die Säuregehalt ist, desto mehr hat man auch eine gewisse explosive Komplexität. Nee, hast du nicht. Aber hast du gar nicht. Er hat aber auch keine Spur von Birnigkeit. Das mag ich auch sehr gerne. Das ist wirklich ein Apfel. Das ist kein Bratapfel, das ist kein Apfelmusapfel. Nee. Das ist für mich ein Vesper-Apfel. Das ist der Apfel, den du mit aufs Picknick nimmst. Es gibt erst das Brot, es gibt das Kaltgetränk, wie auch immer dazu. Und dann gibt's noch so einen Apfel. Weil der sowohl, ja, ich will nicht sagen, er hat Nachtischqualität. Das wäre vermessen. Das hat er nicht. Aber er hat das. Er könnte dir das Gefühl geben, ich habe noch ein bisschen Hunger, ich esse noch einen Apfel. Das ich finde aber, Picknick ist gut. Das hat so eine sprudelnde Spritzigkeit, die dich auch ein bisschen aufweckt. So, es gibt so sauer macht lustig irgendwie. Ich glaube, das ist kein guter Nachtapfel. Das ist ein Apfel, wo du wirklich im Park mit Freunden spritzig unterwegs bist und wirklich vorm Frisbee-Match dir noch mal irgendwie eine kleine Stärkung gibst. Und dafür ist diese Säurebombe genau richtig. Aber es ist, glaube ich, auch viel mehr bietet sie auch nicht. Es ist glaube ich, fast ein Effizienzapfel, eher als ein Genussapfel. Ja. Ja, bei mir geht beides einher. Aber es liegt wirklich daran, dass das genau die Straße ist, wo ich weiß, da fühle ich mich wohl, da kenne ich jedes Haus. Ja. Nee, kann ich verstehen. Also auch gerne mal Mut im Supermarkt. Ich glaube, viele trauen sich nicht, da reinzugreifen. Ich glaube, grüner Apfel wird oft so ein bisschen als unreif assoziiert, irgendwie weird, ist komisch. Gerne mal probieren einfach, es lohnt sich. Der ist, ich find ihn toll. Es tut mir leid. Ich habe schon fast aufgegessen. Also da merkt man schon, das ist ja schon die Note selbst, wie sehr du da knabberst. Er ist überhaupt nicht mehlig. Also da kann ich schon mal direkt Mehlfaktor runter. Ich bin bei Säure straight 5. Muss ich sagen, bis jetzt der sauerste. Ich glaube auch, ja. Doch. Aber das wird natürlich auch ein bisschen begünstigt, auch wieder bei deiner Leinwandtheorie, dass neben der Säure nicht so viel da ist. Das heißt, hier kommt halt auch mehr raus. Du musst halt sagen, ich mag es, meine weißen Wände mit einem weißen Bild zu behängen. Ja. Das ist für mich mein Gefühl von Ästhetik in Bildform. Ich gebe hier auch eine 5 für die Säureskala auf jeden Fall. Das ist so wie bei manchen Filmen, wo man sagt, oh, der Soundtrack ist so gut. Aber der Soundtrack ist nur gut, weil es das Einzige ist, was du als gut rausstellen kannst. Ja. Und Filme, bei denen man sagt, der Soundtrack ist gut, sind in der Regel schlechte Filme, weil sonst würde man einfach sagen, es sind andere Dinge, die gut sind. Weil Soundtrack ist natürlich wichtig, aber wenn das Einzige, was nach dem Kinobesuch übrig bleibt, der Soundtrack ist, weißt du, der Rest hat enttäuscht. Und das ist so ein bisschen bei mir der hier, dass neben der Säure nicht viel dabei ist und deswegen die Säure als besonders interessant rausgestellt wird, auch wenn sie das vielleicht nur ist, weil sie alleine unterwegs ist. Ja, ich glaube, das kommen wir genau zu dem entscheidenden Punkt, den du gerade mit dem Soundtrack auch sehr passend umschrieben hast. Wie wichtig dir der Soundtrack ist und was er für den Film macht oder nicht, das ist dann doch wieder eine individuelle Entscheidung. Denn es gibt ja durchaus Filme, wo man eben ehrlicherweise sagen muss, die sind teilweise sterbenslangweilig, aber durch den Soundtrack gucke ich ihn mir gerne noch mal an. Genau. Und da denke ich zum Beispiel sowas an, so spiel mir das Lied vom Tod, ich liebe Morricone und Leone und so. Da gibt es aber durchaus Momente, wo man sagt, ich gehe mal eben aufs Klo, aber das tut man nicht, weil der Soundtrack genau das ist, was einen fesselt. Und ich bin jemand, der einen Soundtrack extrem hoch gutiert und es auch liebe, wenn der Soundtrack mich einen kompletten Film sozusagen überunterhält und der Film vielleicht auch träge ist. Ich lasse mich da gerne blenden, ich lasse mich da gerne einfach, wie soll ich sagen, in meiner objektiven Filmkritik ein wenig beschränken, aber das stelle ich auch heraus. Ja, okay. Da stehe ich dahinter und in diesem Fall bin ich genauso beim Granny Smith zu sagen, das ist nicht jedermanns, nicht jeder Frau Sache, aber ich mag in diesem Fall die Schlichtheit und das klare Bekenntnis zu einer Stärke. Super. Wo sind wir dann hier bei dir? Also, Mehlfaktor runter, ganz runter. Also runter. So runter wie der Kartoffelkeller. Knackfaktor dementsprechend. Knackfaktor, aber ganz hoch auch wieder, ganz hoch. Gut. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es, ich gebe mir 5. Super. Ist die Mischung aus. Ich mag dein Commitment. Ja. Gefällt mir gut. Wir sind hier ähnlich. Das ist ein sehr, sehr harter Apfel. Da müssen wir nicht drüber reden. Und ich würde wirklich gerne die 5 geben, kann es aber nicht, weil mir die Säure alleine nicht so wichtig ist und ich einfach nicht diese nostalgische Assoziation dazu habe. Aber es ist ein absolut solider Apfel, der liefert, was er kann. Und er ist ein Apfel, der relativ einfach zu konsumieren ist, weil er überrascht nicht in der Hinsicht, dass er dir genau das gibt, was du willst. Exakt. Und das ist das Schöne, wenn für Leute, die immer noch sagen, wie damals in der berühmten Cognac-Werbung, heute kommen doch die Müllers, bring doch noch einen Weinbrand mit. Nimm irgendeinen, so riesig werden die Unterschiede ja nicht sein. Riesig nicht, aber fein. Und so ist es hier nämlich auch, wenn jemand sagt, bring mal Äpfel mit, ist mir scheißegal. Ja.
Dann kannst du wirklich richtig in die Scheiße greifen oder eben auch das perfekte Optimum finden. So, und jetzt kommen wir zu einem Apfel, den ich mir gewünscht habe. Ja. Denn es ist eine meiner Entdeckungen 2021. Ich habe eingekauft und ich kaufe, wie gesagt, habe mir lange Zeit jeden Morgen zu Moin Moin Apfel gekauft. Und eines Tages gab es da einen Neuzugang. Still und heimlich stand er in der Ecke und schaut mich an. Und ich sag mal, du hast meine Neugier geweckt, mein Lieber. Und es ist der gute Jazz. Hab ich noch Jazz. Aus Neuseeland ist er zu uns gekommen, die Hauptstadt des Jazz. Und für 3,22 Euro pro Kilogramm natürlich hier die absolute Rolex unter den Äpfeln. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du dazu sagst. Erstmal unscheinbar. Vom Aussehen hier eigentlich sehr vergleichbar mit vielen anderen Äpfeln, die wir heute gesehen haben. Also auch wieder ein sehr direktes, fast schon ins Pink mauschelnde Rot hier und da, aber ja, sehr satt auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich muss ja sagen, wer die Sendung kennt, der weiß ja, dass gerade hochpreisige Produkte hier eher immer einen schweren Stand genießen. Mhm. Weil natürlich in den Produktgruppen, die wir normalerweise so durchkauen, im wahrsten Sinne des Wortes, ein hoher Preis auch gleichzeitig mit so einer selbstgefälligen Arroganz einhergeht. Ja. Und je höher diese ist, desto höher natürlich auch die Fallhöhe bzw. Tiefe. Und wenn da ein Apfel mit 3,22 direkt nach einem Granny Smith mit 1,75 daherkommt, dann bin ich halt schon so gepolt, dass ich ihn am liebsten scheitern sehen möchte. Was ich aber nicht tue, das ist der nicht neutrale Colin. Nur um euch mal ganz kurz in meine Gedankenwelt mit reinzubringen. Vor mir ist jetzt der, ich bin super gespannt, was Apfelabiturient Florentin Will mir hier gerade empfohlen hat als Neuentdeckung und angepriesen hat. Er sucht gerade übrigens bei Wikipedia, was Jazz eigentlich ist. Aha, also hier haben wir den Cyfresh, Markenbezeichnung Jazz. Und ja, Markteinführung 2003. Also würde ich sagen, von allen Äpfeln, die wir hier gesehen haben, der modernste, der neueste. Okay, also das ist sozusagen der Stand der Newcomer, Technik. Das ist der Newcomer, ja, das ist State of the Art. Ja. Cutting Edge Apfeltechnologie. Also das ist potenziell der Mendel Award 2021 sozusagen, ja? Okay, aber dann lass uns mal. 2003, auch schon 18 Jahre alt. Aber ja gut, das aber ist der neueste. Wenn denk an Granny Smith, Antiken. Da weiß man nicht mal mehr, was sie da gekreuzt hat auf ihrem schwarz-weiß Foto. So. Oh. Mhm. Ho, ho, ho. Habt ihr das gehört? Ich mach's nochmal. Das ist ein Arbeitsapfel. Ja. Aber auch ein Süßapfel. Ja. Ich hab einen leichten Schaden schon verursacht und direkt kam mir die Süßigkeit sozusagen in den Mund gespritzt. Wow. Das ist ein Trompeterapfel. Wow. Starke Muskeln, starke Lippen. Ich gebe zu, hier habe ich gerade ein bisschen Angst, ob meine Zähne noch die Festigkeit im Kiefer haben wie vor 20 Jahren. Das wäre natürlich gut klippbar, wenn Colin hier sich 7 Steilzähne rausreißt, einfach seine komplette Zahnreihe da vorne. Ich bin jetzt fast versucht, auf die Eckzähne umzusteigen. Also, weißt du, so seitlich reinzubeißen. Schmeiß gerne mal die Clipmaschine schon. Boah. Der hat aber, obwohl der Rausbeißwiderstand sehr, sehr hoch ist, lässt er sich danach, wenn befreit aus seiner Umgebung, sehr gut kauen. Und ich muss hier mal echt sagen, du hast mich da vorne auf die Fährte gebracht, aber jetzt bin ich da auch angekommen, der ist super kirschig. Mhm. Er ist sehr süß, er hat ein total angenehm geschmeidiges, fast schon crunchiges Kaugefühl. Etwas Gleichmäßiges, nichts zähes, nichts mehliges, ich muss sondern sagen, so ein richtigen, so ein wholesome Gefühl. Ich muss natürlich sagen, ich kenne den Apfel schon recht gut, weil er hat sich jetzt im letzten Jahr auch in meine Standardkäufe eingeschlichen. Von daher kenne ich den Geschmack und ich wertschätze ihn, ich mag ihn gerne. Es ist natürlich kein komplexer Apfel, überhaupt nicht. Das ist wirklich hier auf Fruchtgummi-Niveau. Sehr direkter Geschmack, aber er ist verlässlich, er ist konsistent, man weiß, was man kriegt. Das ist vielleicht die moderne Apfeltechnologie, die da reingeflossen ist, die dafür eine Beständigkeit sorgt. Ich mag ihn, muss ich sagen. Aber auf dem Stuhl, wo normalerweise die Säure ihren Platz nehmen würde, sitzt gerade niemand. Würde ich fast sagen. Mhm. Also das Säure-Level, das ist so. Nee. Ach, der ist krank. Die Säure ist eher leer. Entschuldigung. Ja. Ja, ne? Ja. Nee, Säure komplett raus. Und hier noch mal ganz kurz ein kleines Trivia. Laut dem Jazz-Institut Darmstadt, die wir auch gerne mal für ein Almost Daily einladen können, nannte ihn der Züchter, ein Jazz-Fan, nach seiner Lieblingsmusik. Zitat, weil er so spritzig schmecke, wie ein Parker-Solo klinge. Oh,
Okay. Da sehe ich doch jetzt schon bei den Mendel Awards die Rede. Ja. Und ich sehe schon, bei dir kommen die Zahnräder rein. Super teuer, Jazz-Referenz, uhuhu, ich mag Jazz, da fallen die Putzel die Punkte. Es ist schon ein leicht elitärer Apfel, oder? Ja. Er hat etwas. Also er wird vielleicht auch dazu gemacht. Interessanterweise vom Geschmack finde ich gerade nicht. Genau. Weil der tendiert ins Kirschige, du hast eine Süße, du hast null Säure. Und deswegen finde ich es so spannend, weil er so ein bisschen einen Highbrow-Anstrich hat, aber eigentlich wirklich ein Kinderapfel ist. Das weil ist er. Ja. Es gibt diese Trinktüten, ich glaube von Lidl oder so. Das sind diese Trinktüten, die haben Apfel-Kirsch-Geschmack. Apfel-Kirsch-Saft zusammen in einer Trinktüte. Und das ist halt einfach geil. Und genau so schmeckt er. Und das ist wirklich lecker. Ich habe noch nie den Ausdruck Trinktüte gehört. Noch nie. Ich kenne Trinkpäckchen. Meinst du die? Diese kleinen mit Strohhalm so? Ja, die würde ich Trinktüte nennen, um ganz ehrlich zu sein. Aber vielleicht so ein Süddeutschland-Ding. Ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, dass ich das stimmt. Um musikalisch zu bleiben, das ist so ein bisschen der Kurt Cobain unter den Äpfeln. Er wird hochgejatzt, er wird zu etwas gemacht, zu einem Massenprodukt, zu einem kulturellen Phänomen, dem er selber aber nicht klarkommt, weil er sagt, ich bin doch eigentlich nur der kleine Garagenrocker. Ich will das alles gar nicht. Oder ist es so ein bisschen das La La Land? Irgendwie poppig für Leute, für Mainstream, die denken, oh, ich interessiere mich für Jazz. Da haben sie keine Ahnung von Jazz und genießen La La Land. So, das ist vielleicht auch so ein bisschen. Das kann sein. Aber dann ist es natürlich so, dass jemand sagt, so, ach, und der Eintritt ins La La Land kostet übrigens 10 Euro. Und dann kommt der Chef und sagt, seid ihr bescheuert? 30 Euro. Mhm. Aber das ist doch gar nicht wert. Ist doch scheißegal. Ja. Die Leute wollen das Gefühl haben. Die wollen die Illusion. Die Sehnsucht nach was Besonderem. Mit dem Preis, mit dem Namen, mit der ganzen Abfälligkeit der Optik. Das geht mit einher. Ich möchte kurz, um genau auf die Beurteilung zu kommen, das Kaugefühl, finde ich, ist wirklich top-notch. Ja. Der kaut sich angenehm widerstandsvoll, aber auch nicht zu extrem. Er ist dabei wirklich spritzig, der Apfelsaft spritzt einem im Mund hin und her, während man kaut. Finde ich ganz toll. Und deswegen finde ich auch dieses Zitat so, so peinlich, wie es sein mag, finde ich gar nicht schlecht, weil er vergleicht es hier mit einem Parker Solo. Und ich finde, das ist der reinste Solo-Apfel, den wir bis jetzt gesehen haben. Den kann ich mir nicht als Apfelkuchen vorstellen, als Apfelkompott, irgendwie sowas in der Richtung, als Obstsalat, weil er einfach diese klare Note hat. Weil er ist ja selber schon ein kleiner Obstsalat in einem Apfel. Du hast diese Kirschnote, du hast die Apfelnote. Deswegen ist er für mich als Solo-Apfel. Und ich weiß, ich widerspreche mir jetzt, weil ich am Anfang gesagt habe, dass ich eher ein Sauerboy bin und nicht ein Süßboy. Muss ich jetzt hier sagen, ich mag den Apfel und der Breeburn hat mich richtig enttäuscht vorne als einer meiner Favoriten. Der zweite wäre der Jazz gewesen, aber Jazz gewinnt heute. Ich gebe hier die saftige 5. Oh! Also so weit bin ich nicht. Aber das liegt genau an, ich bin quasi da das Komplementär zu dir. Ich bin einfach ein Süßtyp so. Und ich habe zum Beispiel auch den Zimtapfel lieben gelernt. Ja, Zimt aufschneiden und dann einfach Zimt drüber kippen über die Apfelstücke. Ist super schön, aber nicht mit dem. Weil Kirsche, Zimt passt nicht so gut zusammen wie Apfelzimt. Ja, da bist du, also ich merke schon, du bist da bei mir so bei so unkartografiertem Terrain unterwegs, kulinarisch. Aber ich nehme das einfach mal so hin. Soris, also 1, bin ich genau bei dir? Ist es nur die 1? Und das ist leider bei mir dann wiederum der Hinkefuß, weil ich eben auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitze. Gut, super. Der Mehlfaktor ist nicht vorhanden, würde ich sagen auch. Also der ist doch, der ist genauso wenig da für mich wie beim Granny Smith. Also das kann der Eumel nach unten sein. Knackfaktor wiederum auch maximal hoch. Also ganz schön. Du hattest ja richtig Schwierigkeiten, da reinzukommen. Ja. Ich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Da unterscheidet sich dann vielleicht durch der Schnitzer vom Beißer, dass du als Erstschwierigkeit schwer reinkommst. Aber ich finde, der ist eher moderat, was das angeht. Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf deine Wertung. Ich hadere zwischen einer 4 und einer 3, tatsächlich. Okay, aber das sind ja, also ja, ist nicht so krass jetzt wie beim Boskop, wo wir komplett auseinander lagen. Aber doch, er ist eine 4. Gut. Weil eben das Süße und das Birnige nicht so dominant sind wie bei anderen, die ich dafür abgestraft habe, zu Recht. Und er natürlich in der B-Note, das ist das Beißgefühl, die Crunchigkeit, die Spritzigkeit, absolut weit vorne liegt. Deswegen bin ich da guter Dinge, da eine 4 zu geben. Passt für mich. Gut. Ein guter Apfel. Kommen wir schon langsam zum Endspurt. Und wir haben noch ein paar interessante Kandidaten dabei. Jetzt bleiben wir aber eher im teureren Segment bei 2,99 €. Also die 4 teuersten Äpfel, die wir heute haben. Und jetzt kommen wir zur Apfelsorte Fuji aus Japan. Also unser exotischster Apfel auf jeden Fall, was das Herkunftsland angeht. Oh. Aber Neuseeland ist auch sehr weit weg. Das stimmt schon. Der riecht so nach Insektenkiste. Wenn du den quasi irgendwo lagerst, dann weißt du genau, du musst da erstmal den Insektlingsbekämpfer
rufen, weil wenn die hier auch nur so die Spur einer Wunde sehen an diesem Apfel, glaube ich, dann ist im Hochsommer ist hier wirklich ist Tango auf dem Apfel. Riecht auch nämlich. Der Fuji neigt halt zu Alternanz. Mhm. Ja, das ist das bedeutet, das, was ich versteht man die Schwankung des Fruchtertrages. Ach so, also wie viele Äpfel auf einem Baum. Ach so, er alterniert, er ist also nicht nicht innerhalb der Schale, Frucht, sondern was jetzt, die ja. Ausbeute angeht. Ja. Okay, Fuji. Ich bin gespannt. Er riecht nicht so, dass er mir schmecken müsste, sag ich jetzt mal ganz kurz. Oh, ich sag mal, ja, war so ein braun Saftring in der Mitte. Das ist ja interessant. Ist das jetzt schon hier angeschlagen? Oder ist das noch mal so eine Art Fruchtfüllung, so wie bei so einem Kaubonbon, dass du in der Mitte noch mal so ein bisschen so Zeug hast? Ich find's eher, für mich ist das eine Spur unseriös. Aber ich will gelb, den Äpfeln da auch nicht. Recht gelb, mhm. Oder? Ich beiß mal fast rein, gold, dir. Fast goldenes Fleisch. Ah. Der hat so einen. Einen fast schon blütenartigen Geschmack. Oh, wow. Toll. Der hebt sich wirklich ab, finde ich. Total. Also, ich hatte ja Angst am Anfang, schmecken nicht alle gleich. Nee. Aber der hebt sich noch mal besonders raus. Ja, das war meine erste Assoziation. Blüten. Oh, aber hat deiner auch dieses Goldene innen drin? Wir können mal einmal, ich mach mal einmal den Sicherheits, einmal um hier. Weil das finde ich schon echt spannend, weil das hat ja fast schon was, so auch ach, Ananas, wenn die ein bisschen älter ist, dann kriegt die auch so dieses recht klare. Ja, bei mir nicht so ausgeprägt, aber man sieht definitiv hier so grün, aber auch als feine Schicht durchschimmernd, so dass, vielleicht ist das die Schutzschicht vom Apfelgehäuse. Und es könnte natürlich sein, dass bei mir die Schutzschicht sozusagen noch intakt ist und das innere Fleisch des Apfelgehäuses eben noch aussieht wie das äußere. Bei dir ist es schon bräunlich geworden. Hm? Ja. Aber prinzipiell auch. Aber das ist gar nicht so schlecht. Also hier ist ja die Frage, weil wir haben jetzt hier eine große Alternanz, ne, ist ja schon klar. Aber auch wieder Nullsäure, oder? Mhm. Gar nicht. Aber auch nicht übertrieben süß. Nee. Der hat, wie gesagt, für mich fast schon sowas. Ich hatte diese Assoziation. Blütig, holunderig. Mhm. Holunder ist perfekt. Ich suche und suche und suche und es ist Holunder. Ich war bei Ananas kurz, aber es ist eher Holunder. Du hast recht. Es ist keine tiefe Geschmacksebene. Es ist relativ flach und dünn. Aber recht weit, würde ich sagen. Nicht tief, aber es ist so ein bisschen wie so ein Tal. So ein bisschen, aber es ist eben wässrig. Es ist wie Wasser in einer sehr breiten Pfütze, aber eben wie so ein Reisfeld. In der Tiefe. Genau, ja. Typ diese japanischen Reisfelder halt. Mhm. Aber ich habe hier sogar leichte Honignoten mit dabei. Mhm. Also nicht, was die Süße angeht, sondern was den Honiggeschmack angeht. Ja. Der ist echt schmackhaft. Ja, man könnte fast sagen, eben, er schmeckt fast ein bisschen verwässert. Aber das stimmt nicht. Nee. Er schmeckt nicht so intensiv. Aber genau dieses, wenn man sich da mal so durchfresst mit den Geschmacksknospen, merkt man dieses leicht holundrige, diese Honignote. Ich weiß genau, was du spannend. Meinst. Spannend. Aber das ist kein U-Bahn-Apfel. Ich glaube, für den musst du dich hinsetzen. Ja. Das ist ein Apfel, den musst du lesen, den musst du wie ein gutes Gedicht mehrfach lesen. Und dann kommt der aber auch raus. Ja, aber ich bin begeistert. Ich finde den richtig. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist doch genau dein Apfel. Das ist dieser Apfel, der gewürdigt werden will. Ja. Der in der richtigen Umgebung, in der richtigen Stimmung. Das muss richtig so eine japanische Apfelzeremonie sein, wo du wirklich da auch mal den Apfel würdigst. Genau, du verbeugst dich quasi vorher vor selbigem, um ihm zu danken dafür, dass er dir jetzt so schöne Minuten beschert. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach gerade einen besonders guten erwischt habe mit diesem weirden Ring da drin, der mir richtig gut gefällt, aber ich glaube von der Grundstruktur. Möchtest du mal, soll ich mal ein ganz kleines Stück von meinem, der augenscheinlich nicht ganz so gereift ist, abschneiden? Dann kriegst du aber im Austausch auch mal einen von mir. Oder bin ich ich habe jetzt ein sehr kleines Ding, oder? Schon okay. Danke. Ich glaube, wir werden heute satt, glaube ich. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, also, aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen. Futterneid ist nicht angedacht. Es fühlt sich ein bisschen hohl im Magen an. Hm, aber es ist trotzdem noch. Moment, da war jetzt was Nussiges mit dabei. Habe ich das nicht da kurz verlesen? Ich bin jetzt hier ein bisschen neugierig auf den Kern, mal gerade auch.
Ich habe das Gefühl, dass meiner ein bisschen intensiver schmeckt. Ja. Vielleicht, also ich fand den auch gut. Ich fand deinen auch gut. Also ich war beruhigt, dass es nicht nur an meinem lag. Ja. Meiner schmeckt, finde ich, deiner schmeckt ein bisschen süßlicher. Da kommt das Honigmäßige noch stärker durch. Mhm. Der schmeckt schon anders. Man merkt, dass beide am Putschi gezogen Alternanz. Worden sind. Das Alternanz. Schon, ja. Aber ich finde super. Ein guter Apfel. Also, das noch ein Schuss ist Säure dazu, dann wär ich happy. Ja, nee, aber wirklich für mich eine Riesenentdeckung. Und ich wiederhole mich, ich gebe eine 5. Ich gebe eine 4. Weil auf den Apfel, ich habe richtig Bock, den besser kennenzulernen. Und das ist für mich eines der größten Komplimente, das man in einem Apfel machen kann, ist zu sagen, ich kaufe dich jetzt einmal in der Woche und mal schauen, wo die Reise hinführt. Vielleicht nach einem Monat sehen wir uns nie wieder. Aber ich habe Lust, diese Reise mit dir zusammen zu gehen. Und das, finde ich, ist einfach schon ein gutes Zeichen. Genau. Und ich kann es nur so schön sagen, wie für mich dann doch im Alltag wahrscheinlich es sein wird. Nämlich, ich gehe mit dem Ziel, einen Granny Smith zu kaufen in den Supermarkt. Den gibt es nicht. Und dann fällt mir beim Blick über die Schilder auf, ach, Futschi, der war doch lecker. Mit dem treffe ich mich doch gern noch mal. Okay. Mhm. Und das ist, bei anderen habe ich jetzt schon so Warnschilder vor Augen. Zum Beispiel bei dem Brayburn. Boah, ja, gut. Lass es nicht in die Enttäuschung zurückgehen. Ja, genau. Darf ich die Eins geben? Eins, ja, ist so. Der Mehlfaktor ist, mach mal schräg nach unten, bitte. Ja. Weil das ist schon da. Auch der Knackfaktor ist entsprechend nur schräg nach oben. Aber gut. Ein schöner Knackfaktor. Knackfaktor ist bei mir auch mittel. Ich fand den tatsächlich recht angenehm. Also, ich finde, der ist alles in allem ein wirklich sanfter, angenehmer, lieblicher Apfel. Ja. Der aber eine Komplexität aufweist, die mir gefällt, wo ich wirklich mehr rein will. Sanft und lieblich, das trifft sehr, sehr gut. So, das heißt, wir kommen auch schon zu unserem letzten Apfel für heute. Ein Apfel, der auch sehr bekannt ist, ich glaube, unter den Top 4 Apfelsorten, die man nennen würde. Wir sehen hier noch, als letzter ist es der Pink Lady aus Australien. Und wie der Name schon sagt, wir haben hier diese schöne pinke Farbe auch hier, die jetzt vielleicht hier zumindest gut rauskommt. Also sehr pink. Ich habe mittlerweile so klebrige Finger. Ey, das ist nicht schlimm. Aber bei der Pink Lady, ich meine mich zu erinnern, da mal einen sehr kritischen, eine kritische Dokumentation drüber gehört zu haben, dass das ein so sehr hochgezüchteter Kunstapfel ist, der eben so erfolgreich wohl ist. Ich aus vom Hörensagen und dem Erinnerungsprotokoll versuche ich diese Kritik gerade noch mal zu formulieren, dass der wohl also ein quasi überzüchtetes Marketing-Ding irgendwie ist, was zu Problemen in der Vielfalt und ganz viele, die diesen Kriterien nicht entsprechen, extrem viel Auslese. Okay, Punkt. Also könnte ein Skandalapfel werden. Ja, könnte. Ich will aber auch jetzt nicht mit Halbwissen der Pink Lady zu viel Unrecht tun. Aber ich meine, im Rahmen einer sehr kritischen Lebensmittelindustrie betrachtenden Reportage hätte ich den Pink Lady mal als Problemfall gehört. Wo sind wir denn hier unterwegs? Von außen nichts. Habe ich auch definitiv schon mal gegessen, weil die haben ja auch immer diesen Aufkleber drauf. Ja, genau. Das ist halt ein Label. Auch mit Pink Lady ist eine Marke. Kussmund, ne? Mit diesem Lippenstift Kussmund, also auch wirklich ein Erotikapfel. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, also mich spricht er deswegen schon mal nicht an, aber vielleicht bin ich auch nicht das Publikum. Hm. Aber der hat eine Faserigkeit. Irgendwie sowas. Der ist aber gut. Der ist so ein bisschen wie die rote Schwester vom Granny Smith. Weniger säuerlich. Aber ich habe da viele Assoziationen gerade gehabt. Diese Faserigkeit im Kauen. Eine leichte Säure. Eine leichte. Aber sie ist da. Es hat nicht die birnhaftige Fruchtigkeit. Der ist nicht schlecht. Muss ich sagen. Einen ganz leicht herben Abgang sogar. Wenn die Schale quasi als letztes den Weg in den Keller des Körpers findet. Aber es ist ein guter Crunch, würde ich sagen, was das Kauerlebnis angeht. So ein bisschen Neuschnee, also so Klebschnee-mäßig, was Crunchiges. Geschmacklich gar nicht so leicht. Also finde ich gerade nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Ja, man findet vielleicht nicht viel, aber vielleicht sucht man auch nicht immer viel. Mhm. Eher süß als sauer, ne? Mhm, definitiv. Ich finde den vom Crunch und vom Grundgeschmack aber auch sonst auch sehr angenehm. Das muss ich einfach mal sagen.
Aber wenn ich sagen müsste, wonach das schmeckt, würde ich sagen nach Zucker. Also die Süße selbst, finde ich, hat wenig Charakter. Mhm. Aber ja. Wenn wir jetzt mal den harten Vergleich zu Fuji ziehen, wo wir verschiedene Sachen drin hatten, wo wir Holunder, Ananas, Honig mit drin hatten, sehe ich hier wirklich nur Zuckerguss, Zuckerstückchen. Ja, es ist eine gewisse ordinäre Süße, da bin ich bei dir. Der Fuji war weniger süß, aber dafür facettenreicher. Hast du vielleicht mich jetzt auch ein bisschen erwischt, weil du gesagt hast, überzüchtet und so ein bisschen künstlich? War ich da jetzt vielleicht auch drin? Aber das ist für mich fast Markenprodukt. Ich will nicht sagen Etikettenschwindel, bitte, versteh mich nicht falsch. Aber in der Palette, vielleicht ist es ein Popsong. Wo aber wo ich den Anspruch habe, eigentlich als Apfelkonnoisseur den Anspruch habe, drüber zu stehen. Das tue ich natürlich nicht immer, klar. Wenn er im Radio läuft, dann nehme ich den. Aber vielleicht eher ein Guilty Pleasure. Also, ich möchte sagen, an dieser Stelle, mir schmeckt er. Aber ich möchte ihm auch das ankreiden, was du schon gesagt hast. Dass neben der Süße geschmacklich nicht viel in die Breite geht. Nee. Er ist sehr einfach gestrickt geschmacklich. Mhm. Was nicht schlimm ist. Nee. Aber worauf man sich einstellen muss. Er schmeckt ein Stück weit langweilig, kann man so sagen. Wie der Popsong, der einem super gefällt und 4 Wochen später kannst du nicht mehr hören. Im Gegensatz zu deinem heißgeliebten Klassiker, wo du sagst, boah, den liebe ich seit 30 Jahren. Ja. Freue mich immer wieder, wenn er kommt. Vielleicht ist das so ein U-Bahn-Apfel. Vielleicht ist das eher ein U-Bahn-Apfel süßer Natur, wo du sagst, den isst du auf dem Weg zur Arbeit irgendwie als Frühstück. Ich habe keine Zeit zu frühstücken, ich packe mir den und esse den im Auto oder sowas in der Richtung. Dann, glaube ich, kann der funktionieren, weil er nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber trotzdem mit einer gewissen Süße überzeugen kann. Aber nichts für den Genießer, nichts für die Zeremonie. Nee, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, da trennt sich eben auch schon ein bisschen unser Geschmack, wo man das schon gemerkt hat, dass du es lieber ein bisschen abenteuerlicher, intensiver magst. Mhm. Ich mag es lieber etwas geschmacklich flacher, dafür lieber säuerlicher und fester. Und finde ich ganz gut, weil ich glaube, wir decken damit auch eine Skala ab, in der ihr euch bestimmt auch wiederfindet da draußen, wenn ihr jetzt fragt, was ist denn dann eigentlich mein Apfel? So, dann bin ich wieder bei 1. Bei dir habe ich schon ein bisschen rausgehört, ein bisschen? Ja, ich gebe eine 2. Also da habe ich schon ein bisschen mehr gespürt. Der Mehlfaktor habe ich nicht gespürt. Ich würde da mal wieder hier radikal nach unten. Ja, der hat einen angenehmen Crunch. Also da muss man sagen, vom haptischen Erlebnis, finde ich, ist er Gala überlegen. Das ist crunchig, ist es irgendwie interessant. Das ist die Stärke eher. Eher als der Geschmack ist hier die Konsistenz interessant. Ja, Knackfaktor, ist die Frage, wie man Knackfaktor auslegt. Aber ich würde diesen Crunch, diesen Beiß-Crunch, Ess-Crunch durchaus damit reinzählen. Deswegen kriegt er von mir einen nach oben. Und bei mir einen Schreck nach oben. Und in der Note bin ich ein bisschen zwiegespalten. Wenn ich du wäre, würde ich ihm nicht die Note des Fujis geben, das ist klar. Ich versuche mich gerade mal in deine Lage, das, was du beurteilst, reinzuversetzen und das mit dem abzugleichen, was ich so sage. Aber, weil ich es vielleicht eine Spur langweiliger mag, aber die Säuerlichkeit mir gefehlt hat. Auch hier schwanke ich zwischen 3 und 4, also zwischen Fuji und Pink Lady, im wahrsten Sinne des Wortes gerade. Aber würde, glaube ich, auch eine 3 geben. Gut. Ich gebe eine 3. Du gibst eine 3, ich gebe hier die 2, nicht als Totalausfall, aber eher auf der unteren Hälfte zu verorten. Und damit sind wir durch. Damit haben wir unsere 12 Sorten abgearbeitet. Wir können ja mal kurz anfangen, ein kleines Fazit zu ziehen, bevor wir auf die hartnackten Zahlen gehen. Ich fand es spannend, dass es doch einige Apfelsorten gab, die rausgestochen sind. Fuji ist mein Fund des Tages. Mhm. Werde ich definitiv weiterhin mir angucken und den beobachten. Ansonsten, ja, interessant, diese Verteilung Süß und Säure. Da haben wir ja wirklich alle Richtungen. Also wir haben bei Säure, beziehungsweise wirklich richtig sauer. Interessanterweise war eigentlich nur Granny Smith. Du hast einmal noch die 4 gegeben für Elster. Ja. Also für Säureliebhaber wie dich. Nee, du hast die 4 beim Elster gegeben. Ah, richtig, richtig. Du hattest ja nur eine 5, keine einzige 4. Keine einzige 4, weil nichts davon, vielleicht rückwirkend, würde ich dem Holsteiner Cox die 4 geben. Weil er sich so ein wenig doch eher Richtung Granny Smith orientiert hat von dem Faktor her. Das würde ich nachkorrigieren. Und also,
Was sagst du jetzt insgesamt? Wie haben dir die Säureäpfel gefallen? Wie haben dir die süßen Äpfel gefallen? Welche Richtung geht für dich heute eher als Sieger raus? Also für mich persönlich, weil das aber eben auch die vorgefertigte Geschmacksstraße schon ist, da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus, sind eher die säuerlichen Äpfel. Deswegen, das heißt für dich eher heute eigentlich eine Enttäuschung, wenn du nur einmal fünf ja, gegeben hast, was die Säure angeht. Weil viele von diesen roten Äpfeln eben die Süßheit, das Birnige, ja, das Intensive hervorstellen. Ja. Und das ist eben weniger meins. Da muss man natürlich sagen, unsere Stichprobe hat sich natürlich an dem normalen Markterfolg angepasst. Und da sind natürlich süße Äpfel eher gefragt. Genau. Muss man sagen, ja? Absolut, absolut. Für mich ist die Überraschung tatsächlich der Holsteiner Cox, aber dicht gefolgt vom Jazz. Weil es beides Äpfel sind, also Holsteiner Cox ist nachvollziehbar, dass ich den wählen würde für meine Apfelmannschaft. Den Jazz nicht zwingend. Aber ich kannte ihn nicht und er hat mir wirklich gut geschmeckt und hatte eben er hatte die Aura des Besonderen. Die Aura wirklich, man nimmt sich Zeit, man setzt sich hin, wir sprachen drüber. Er will gewürdigt werden und dann kann er sich auch entfalten, weil er eben mehr ist als ein schnödes Sättigungsprodukt. Wenn wir uns die Gesamtnote anschauen, dann haben wir hier mit diesen drei Sorten unsere Gewinner. 3x9, wir haben keine 10. Keine 10, aber wir haben 3x die 9. Was interessant ist, weil wir hier auch natürlich stark auseinandergehen, was die Süße und Säure angeht. Granny Smith, extrem sauer, hat uns beiden gut gefallen. Aber Jazz und Fuji, beide extrem unsauer, haben uns aber auch beide gut gefallen. Ja, das ist wirklich interessant, ja. Wir merken, glaube ich, beide, dass Mehligkeitsfaktor ist, oder die Mehligkeit vom Apfel ist nicht das, was wir mögen. Nee. Beim Bissapfel, sag ich jetzt mal. Nicht beim vielleicht weiterverarbeitenden. Super mehlig, ganz schlecht abgeschnitten. Ja. Der absolute Verlierer heute mit 2 Punkten nur. Beides das mal schlechtes Note, Breburn. Hätte ich nicht erwartet. Vielleicht haben wir da auch einfach die falsche Jahreszeit erwischt, die falsche Ernte erwischt. Das können natürlich immer mit reinspielen. Aber Riesenenttäuschung hier. Ja, wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir bekommen. Ja, absolut. Und finde ich aber auch spannend, dass das auch hier die teuren sind. Ja. Also was die Süße angeht, muss man vielleicht auch schon mal einen Griff ins Portemonnaie wagen, weil die guten Süßen waren eher die teuren mit Jazz und Fuji. Ja, aber sie haben eben auch verhältnismäßig ungewöhnlich geschmeckt. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, eben was, was eben noch nicht so im Mainstream angekommen ist, noch nicht so in jedem Standard-Supermarkt, weil es eben, ja, der Mainstream noch nicht so gutiert, dass sie sozusagen auch preislich reduziert werden könnten, weil sie eben das Massenprodukt sind, was vielleicht der Braeburn oder der Boskop oder der Elster oder die Gala bereit sind. Du hast einen klaren Sieger. Ja. Du hast einmal die 5 vergeben mit dem Granny Smith. Das ist dein Sieger für heute. Genau. Wenig überraschend, glaube ich, für dich, oder? Ja, ich bin aber auch froh. Ich wäre durchaus bereit gewesen, bevor man hier mir Befangenheit oder Voreingenommenheit unterstellt, ich wäre auch bereit gewesen, darunter zu gehen, weil ich weiß, es gibt auch beim Granny Smith unterschiedliche Ausprägungen. Mhm. Aber das war ein sehr guter, der nicht übersäuert war, aber genauso, wie ich es mag. Mhm. So würde ich mir wünschen, dass er Copy-Paste-mäßig schmeckt. Ja, bei mir die Gewinner Jazz und Fuji, also da eher Süße, richtig, für mich der absolute Fund. Fuji, Jazz gehört lange zu meinem Repertoire. Fuji werde ich hier hinzufügen und weiter berichten. Und ja, die größte Diskrepanz, glaube ich, hatten wir hier beim Boskop, wo du die knallharte 1 gegeben hast, bei mir eine 4. Das mag persönliche, nostalgische Gründe haben, aber da auf jeden Fall geht's auseinander. Da, glaube ich, wird die Boskop-Diskussion auch in den Kommentaren weitergeführt. Ich bin gespannt. Weil den kennt jeder, jeder hat eine Meinung dazu, also schreibt da bitte gerne eure Kommentare. Und ansonsten natürlich werden wir wahrscheinlich auch viele Empfehlungen für Apfelsorten in den Kommentaren lesen, weil es gibt mehrere tausend Sorten. Wir konnten hier nur 12 zeitgemäß adäquat analysieren. Aber wenn jetzt wirklich ihr sagt, nein, ihr habt die Könige vergessen, kann man vielleicht nochmal zurückkehren. Vielleicht, wenn die Apfelsaison nächstes Jahr wieder losgeht, geht man auch mal aufs Feld und legt Hand an. Ja, selbstverständlich. Ist ja nicht so, dass wir hier relativ gut wohnen würden eigentlich in der Hamburger Nähe, altes Land etc. pp. Wer weiß, vielleicht lässt sich mal was rausmachen. Und was du mir gesteckt hast, deswegen möchte ich das quasi einmal für die Kamera, denn dann gilt es, sagen. Du hast ja gesagt, dass dein Vater eine große Passion für Apfelschorlen hat, also eine Passion, die ihn sozusagen bundesweit umhergetrieben hat, auf der Suche nach dem Perfekten. Das würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Apfelschorle, natürlich auch ein tolles Thema, Apfelsaft. Mein Vater war lange begeisterter Biertrinker, auch verschiedene Sorten und so probiert, bis sein Arzt gesagt hat, lass das mal lieber. Und dann ist er einmal komplett durch Deutschland gefahren, um alle Apfelschorlensorten Deutschlands durchzuprobieren, einmal eine große Reise gemacht, um dann wirklich seinen Favoriten wirklich in großer Zahl auch zu kaufen. Fährt er irgendwie ein paar Mal im Jahr hin und kauft sich dann da 20 Kästen und trinkt jeden Tag eine Flasche Apfelschorle als Ersatz für Bier. Das finde ich auf jeden Fall toll. Da können wir auf jeden Fall noch mal ran. Ja. Also die Apfelspektrum erweitern, Apfelsaft, Apfelschorle.
Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Apfelmuse vielleicht mal gucken, was da geht. Aber ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht auf Äpfel. Vielleicht haben auch ein paar zu Hause den Test mitgemacht. Könnt ihr auch gerne noch rückwirkend machen. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal einkaufen einen erweiterten Blick, einen größeren Horizont habt, was die Apfelsorten angeht. Und schreibt uns gerne eure Favoriten in die Kommentare, worauf wir auf jeden Fall noch achten müssen. Und ja, das Thema ist auf jeden Fall noch nicht aufgegessen. Wir haben nur einmal abgebissen. Das hast du fantastisch gesagt. Vielen Dank, Florentin, auch an dich, dass Danke du dich einmal wieder in den Dienst der Wissenschaft und Präzisionsarbeit gestellt hast. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn ihr Spaß hattet, dann gutiert das gerne mit dem Daumen nach oben. Und ein Abo freuen wir uns natürlich auch immer sehr drüber. Wir sagen es nur viel zu selten, aber ihr kennt uns. Bescheidenheit hat einen Namen, in diesem Fall zwei. Colin und Florentin sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.